Denn im Moment ist es ja so, dass Ernährungsmedizin, Präventivmedizin und Lebensstilmedizin allgemein ja regelrecht stiefmütterlich wahrscheinlich honoriert werden in unserem jetzigen System und man wahrscheinlich finanziell wahrscheinlich viel besser fahren würde, wenn man eine Fließbandmedizin, betreiben würde. Ja, Sie haben es genau richtig ausgedrückt. Eigentlich der heutige Arzt muss entweder extrem kreativ in Abrechnungsziffern werden, sinnlose Untersuchungen und Operationen veranlassen oder durchführen, oder er geht frühzeitig bankrott oder, was auch häufig vorkommt, ins Burnout. Wenn man sich überlegt, dass ein Arzt beim Privatpatienten 4,66 € für eine Beratung abrechnen kann, Privatpatient, Ja. und dann, wenn die besonders schwierig ist und er besonders gut ist, maximal den 3,5-fachen Satz, Ja. also dann so für etwa 18 €, da würde ein Anwalt noch nicht mal das Telefon anschauen. Ja. Ja. Also ein Kfz-Mechaniker, der wird sich mit Ihnen vielleicht 5 Minuten unterhalten bei seinem Stundensatz von über 100 €. Also wir haben Beratungen, Anamnese, all die Grundpfeiler einer ordentlichen Medizin werden schlichtweg überhaupt nicht mehr vergütet. Und daraus hat sich im Prinzip ein komplett verlogenes Krankheitssystem entwickelt. Ja, Also genau. mein Vater hat damals sehr viele multimorbide Patienten gehabt, alte Patienten, das war in den 80er, 90er. Er hat damals schon praktisch gut 50% der ganzen Arztbesuche umsonst gemacht, Ja. aufgrund von Kassenregressen. Heutzutage macht ja keiner mehr Besuche aus diesen Gründen. Ja, genau. Also daran sieht man, wir haben eben ein, wir haben ein, kein, eigentlich kein Gesundheitssystem. Gesundheit geht es überhaupt nicht. Es ist ein Krankheitsmanagement, wo sich vor allem große Lobbygruppen halt gut bedienen und von denen es auch im Vergütungssystem stark gesteuert wird. Ja, genau. Ja, und Ich sehe das an meinem Hausarzt, da wollte ich schon mal kurz einwerfen, den ich schon sehr, sehr lange kenne und auch befreundet mit ihm bin. Er hat sich auch letztens beklagt, dass also gerade die Krankenkassen unglaublich den Daumen drauf halten an dem Bezahlungssystem. Und unter anderem macht er immer noch Hausbesuche, aber hat sich jetzt durchringen müssen, sagen, ich verlange pro Hausbesuch 20 €. Müssen Sie mal vorstellen, 20 € für einen Hausbesuch. Dafür kommt noch nicht mal eine Friseuse zu Ihnen nach Hause. Ja, Nee. ja, ja. Und Also das ist. wir haben einen absolut Irrsinn und einen Arzt, der muss noch 5 bis 10 Sprechstundenhilfen mit finanzieren und so weiter. Ja. Also dass das nicht funktioniert und dass das zu sehr viel Unsinn führt, ist systembedingt. Deswegen, wir haben ein System, was im Prinzip etwa 150 Jahre alt ist. Damals hatten wir ganz andere Probleme, ganz andere Erkrankungen. Und inzwischen wurde im Prinzip dieses System längst piratenmäßig übernommen von denen, die das nötige Geld haben, um Einfluss zu nehmen. Ja, Ja, es genau. ist. Und deswegen ist es ja so wichtig, also deswegen ist ja eine unserer Hauptreformen soll ja auch die Gesundheitsreform sein, die dann endlich die ganze Situation umdreht. Unserer Meinung nach muss ja sozusagen Ernährungsmedizin, Bewegungstherapie, Sport als Therapie und Medizin, Lebensstilmedizin insgesamt, ja, das muss fürstlich honoriert werden und das andere deutlich weniger. Es muss also eigentlich eine Umgewichtung geschehen und das geschieht ja da, soll ja dadurch geschehen, dass man im Idealfalle, das ideale Konzept der Gesundheitsreform geht ja auf sogenannte Gesundheitskostenerwartungskurven heraus, sodass man nach Möglichkeit für einen Versicherten eine möglichst individuelle Erwartungskurve hat, die aus seiner Familienvorgeschichte und Familientradition, Krankheiten haben ja oft auch eine Tradition So ist es, sozusagen, ja. auch eine Ernährungstradition in der Familie, die sozusagen vererbt wird auf sozialem Wege sozusagen und dann zu ähnlichem Fehlverhalten in der Ernährung bei den Kindern führt und so weiter. Und all diese Dinge
sozusagen sollen in so eine sogenannte Gesundheitskostenerwartungskurve wäre, was natürlich die Königsdisziplin einer solchen Gesundheitsreform wäre, weil dann kann man nämlich ausrechnen, ob diese Erwartungskurve positiv untertroffen wird durch die, zum Beispiel durch das Kursangebot, durch das präventivmedizinische Angebot des zukünftigen Hausarztes sozusagen. Und daraus wird dann pauschal aus diesen letztendlich sind es dann eingesparte Gelder, die aus unnötigen Operationen eingespart werden, denn wenn ich vieles präventivmedizinisch überflüssig mache, kann ich ja die dort eingesparten Kosten dann lieber großzügig an die Verursacher dieser Einsparung ausschütten, nämlich an die präventivmedizinischen Hausärzte und ihre Teams und Mannschaften, die sie sich vielleicht dann sogar manchmal bilden werden, wenn sie sozusagen manche Kompetenzen nicht selber... Team sein, weil es einfach kosteneffizienter sein würde. Und Sie haben natürlich das Riesenproblem, dass das überhaupt nicht oder kaum, also zu meiner Zeit wurde es überhaupt nicht gelehrt. Man hat bestenfalls mal in einer Vorlesung was über Rauchen gehört, über Ernährung gar nichts. Eigentlich wurden wir medizinisch zu ausgezeichneten Pharmareferenten ausgebildet. Eine rein Pharmazeutika ausgerichtete Ausbildung mit noch ein bisschen irgendwelche ausgefallenen Erbkrankheiten und so weiter, die im Prinzip völlig irrelevant sind. Genau, und das war ja auch der Grund. Es ist nicht behandelbar einfach, dafür gibt es Medikamente und Punkt aus. Fertig aus, genau. Aber dass diese Ärzte natürlich nicht prädestiniert sind, jetzt unbedingt Lebensstilmedizin anzubieten, das ist eben das andere große Problem. Das ist das große Problem, aber wie gesagt, wir dürfen nicht, nur weil ein System jetzt über lange Zeit so schlecht gelaufen ist, es trotzdem weiter so laufen lassen. Wir müssen diese Änderung machen. Und die Ärzte haben ja auch die Möglichkeit, wir als Rat wollen ja dann auch die Ärzte weiterbilden in der Lebensstilmedizin und wollen das auch kostenlos anbieten. Und außerdem hat ja jeder Arzt dann auch die Möglichkeit, mit dem ein oder anderen Spezialisten, so wie die Frau Dr. Med Petra Bracht ja auch ihren Ehemann hat, der dann für die bewegungstherapeutische Seite zuständig ist oder auch für die Schmerztherapie durch Bewegungsübungen zuständig ist, wird es dann sicherlich so eine gewisse auch Teambildung geben, weil sich der Hausarzt dann schneller die Kompetenz von außen hereinholen kann, als er sich vielleicht dann selbst aneignen kann in all seiner Breite. Ja. Und für uns nochmal entscheidend war jetzt, wir schauen ja wir haben im Moment 4 YouTube-Videos von, oder fünf, glaube ich, YouTube-Videos mit Ihnen und von Ihnen und so weiter, die wir regelmäßig rauf und runter schauen. Und Sie haben ja genauso wie die ganzen anderen Professor Dr. Med, Andreas Michalsen oder eben Frau Dr. Med Petra Bracht oder auch wie der Ernährungsberater Professor, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, genau, Leitzmann. Professor Leitzmann, der ja die Grundlagenforschung gemacht hat und so weiter. Und all diese Medizinprofessoren, auch die Frau Professor Dr. Dr. Med Karin Michels, die Direktorin des Instituts für Prävention der Universitätsklinik Freiburg, die jetzt gerade wieder in der Presse war, hier gerade auch auf GMX war, mit ihrer These zu dem, dass Kokosöl ein Gift sei, wo dann wieder... Das ist ja schon lange bekannt, also dass wir das Problem haben, dass irgendwelcher Unsinn gehypt wird und gerade die Alternativmedizin oder alternativ ausgerichteten Personengruppen inklusive Alternativärzte auf so einen Mist dann aufspringen. Das ist ein anderes großes Problem. Also in Zeiten des Webmarketings zählt halt nicht mehr Fakten und Wahrheiten, sondern einfach wer Marketingstalent hat und wer das entsprechend platziert. Also wir haben da viel Unsinn wie Cholesterinlüge und. Genau, alle bald kommt diese wahrscheinlich Dinge. Die Hypertonielüge, ist ja alles nicht so schlimm, die Salzlüge und dergleichen. Also wir haben tatsächlich auf der anderen Seite, früher hatten wir eine naturheilkundliche Tradition in Deutschland und tatsächlich noch viel gesunden Menschenverstand auch bei Ärzten. Die ist unterbrochen. Also in diese Lücke sind dann wirklich viele unsinnige Dinge hineingekommen, wie einseitige proteinreiche Diäten. Also Ernährungsmediziner, die haben in erster Linie dann Abnehmshakes auf Eiweißbasis verkauft. Das ist keine Ernährungsmedizin, das macht die Leute auf Dauer noch viel mehr krank. Das sind nicht nur Thesen aus meinem Buch, das ist jetzt Professor Longo, der ist das in seinem Buch genauso bestätigt.
und so weiter. Also, also eine Eiweißüberdosierung. Eine Verwirrung, ne? in der Information nach wie vor bei den Menschen. Ja, genau. Und deswegen, was für uns halt wichtig ist, all diese Professoren, die wir vorgeschlagen haben für diesen Rat, ist ja so, dass die alle, gerade diese medizinischen Ärzte und Professoren und Doktoren, alle auch so eine persönliche Wende so ein Stück weit hinter sich haben. Und sie hatten ja auch sozusagen, sie schildern ja in jedem ihrer Vorträge auch, dass sie eben auch so gesehen haben, dass bei ihnen gesundheitlich etwas sich problematisch entwickelt hat und sie dann eben die Wende in ihrem Leben vollzogen haben, dass sie sich ganz intensiv um Ernährungsmedizin nochmal völlig neu, weil es ja im Studium kaum gelehrt wird sozusagen, neu gekümmert haben und dann jetzt quasi zum Spitzenexperten für Ernährungsmedizin geworden sind. Und so haben alle anderen, die Professoren, ja auch irgendwo so eine Wende hinter sich. Ne? Ja, das ist, man muss dann wirklich nochmal zum ABC zurück, um so die Wahrheit ans Licht zu bringen, denn man wird schlichtweg verwirrt von diesen Twitter-artigen Fakten, die einem immer um die Ohren gehauen werden. Das ist wirklich, also der Trump-Stil ist in der Medizin auch schon lange da. Ja. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, die Menschen heutzutage haben, macht sinnvolle Dinge halt nicht unbedingt einfacher. Ja. Gerade weil halt die Wahrheit doch meistens komplexer ist und nicht irgendwie Einzeiler. Ja. Ja, ja. Ist Kokosöl und du nimmst ab. Irgend so ein Quatsch, was natürlich super klingt. Ne? Also es schmeckt lecker und ich nehme damit ab. Also so eine Lüge glaube ich gern. Wir haben das natürlich auch mal getestet und so weiter. Und auch der Professor Spitz, den wir ja vorgeschlagen haben, weil er ganz bewusst ja auch so ein gewisser Gegenpol ist. Er hat ja noch so einen gewissen Glauben an die Möglichkeit des Fleischverzehrs und zumindest des rein naturbelassenen Fleischverzehrs. Er trennt ja zwischen der industriellen Fleischproduktion und der nicht industriellen Naturfleischzustand sozusagen. Aber trotzdem, er empfiehlt Kokosöl noch gegen Alzheimer, weil das Gehirn da positiv reagieren würde. Ja, das ist halt völliger Unsinn, was die ganzen Datenlagen zeigen. Und das wollten wir aber auch ganz bewusst. Wir wollten ja auch natürlich auch, dass Professor Spitz hat dann wieder andere Sachen, die er ganz gut erkannt hat und so. Aber wir wollen ja auch diese lebendige Diskussion. Ne? Wir wollen ich neige auch eher dazu, dass ich habe dann auch die Finger vom Kokosöl gelassen, intuitiv, weil ich mich da einfach nicht so überzeugt war, ja. Also Sie kennen die Geschichte von dem Alzheimer und Kokosöl. Das war eine amerikanische Ärztin, die hatte einen Patienten, ihren Mann, der inzwischen auch jung verstorben ist, dem sie das verfüttert hat und dem ging es erstmal besser, was ganz klar ist. Also wenn ich eine alternative Energiequelle in einem kaputten Gehirn anbiete, dann geht es der Person erstmal vorübergehend besser. Ja. Aber es sind halt leider vorübergehende Effekte. Ja. Ja. Auch Nestle hat da große Hoffnungen gehabt da und in diese amerikanischen Kokos-MCT-Sachen groß investiert. Das Ding hat es noch nicht mal zum Medizinprodukt oder weiter geschafft. Das ist alles wieder abgestorben. Es bringt halt auf Dauer nichts. Also gesichert ist von sehr vielen Daten, dass gesättigte Fettsäuren, die ja eben reichlich in Kokosöl vorhanden sind, Alzheimer fördert. Und auch also eben die Herzkranzgefäße und so weiter. Das sowieso, ne? Aber jetzt auch gerade bei Alzheimer. Ich habe bei diesen ganzen Sachen eben kurzfristige Effekte, die aber dann wieder verschwinden und auf Dauer mehr Schaden als Nutzen haben. Aber Leute werden halt sehr leicht beeindruckt von kurzfristigen Finden, genauso wie Low Carb. Natürlich nehme ich mit Low Carb erstmal ab, denn ich pinkel einfach das ganze gespeicherte Wasser raus. Ja. Also ich habe erstmal 2 Kilo gleich abgenommen, denke, boah, das ist ja klasse. Und sobald ich wieder normal esse, was früher oder später die meisten eben machen, habe ich dann das Gleichgewicht sofort wieder drauf. Also man kann die Leute leider sehr leicht durch kurzfristige Effekte in die Irre leiten. Ja, deswegen, Wissenschaft ist auch für uns immer so im Hinterkopf der Gedanke. Bei Wissenschaft, wir müssen immer erstmal davon ausgehen, dass was wissenschaftlich geliefert wird, erstmal auch Unwahrheit sein könnte und immer ganz vorsichtig und ganz lange überlegen, ob was dann wirklich Wahrheit ist, wie Sie immer so schön sagen in Ihren Vorträgen, was ist am Ende Marketing, denn Wissenschaft wird ja oft von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Natürlich, und dominiert. Was ist am Ende Marketing und was ist wissenschaftliche Wahrheit?
wird. Und das ist ja diese Schwierigkeit, in der wir alle drinstecken, das ständig herauszufiltern. Aber ich will mal abschließen, wir haben, glaube ich, hinreichend geklärt, dass also unsere Ideen zum Gesundheitsreformsystem, ja auch, dass wir uns da im Wesentlichen einig sind zum Thema Gesundheitsreform, dass es überfällig ist, dass wir eine Anreizkorrektur machen, dass Gesundheitsförderung in Zukunft fürstlich honoriert werden soll, präventivmedizinische, ernährungsmedizinische, lebensstilmedizinische Maßnahmen, die dann auch den gewünschten Erfolg bringen, dann auch fürstlich honoriert werden sollen und dass das die Leitlinie einer Gesundheitsreform sein muss und sein soll. Das ist definitiv der Knackpunkt. Und jetzt können wir uns denn vielleicht... Das Geld die Bemühung fließt immer dahin, wo das Geld ist. Genau, genau. Und das ist gerade die Evolutionsbiologen, Sie haben sich vielleicht manchmal gewundert, warum wir so viele Evolutionsbiologen vorgeschlagen haben und aufgenommen haben, auch in diesen Rat sozusagen, weil eben die Evolutionsbiologen ganz klar sagen, also in Wirklichkeit sind gesellschaftliche Systeme so etwas wie ökologische Nischen und Organismen richten sich nun mal nach den Ressourcen und dort, für die Menschen ist halt die Ressource das Geld, ja, und wenn sie dort die Anreize, wo sie die Anreize hinsetzen, dort vermehren sie auch die Handlungen sozusagen. Das ist gesunder Menschenverstand, dafür braucht man keine Evolutionsbiologen. Genau. Das Schlimme ist, dass diesen gesunden Menschenverstand müssen sie heutzutage den Leuten wieder erklären, weil die das... Ja, das weil manche denken einfach so, es würde reichen, ja, mein Onkel Doktor meint es ja gut mit mir, aber dass er in Wirklichkeit aus Grund dieser Evolutionsprozesse eventuell völlig falsche Inhalte gelernt hat, die zwar den Umsatz an Tabletten und Operationen fördern, aber nicht unbedingt seine Gesundheit, das weiß der Bürger nicht mehr, ja, weil er diesen gesunden Menschenverstand hat. Eine sehr wichtige Ergänzung hätte ich hier noch. Ja, Es geht ja nicht nur um die Ärzteschaft, sondern es geht ganz, ganz stark auch um die Lebensmittelindustrie. Ja. Und es ist extremst wichtig, ungesunde Lebensmittel höchst zu besteuern, das Ganze dann zur Subventionierung von gesunden Lebensmitteln zu verwenden und eventuelle Überschüsse in Solidarfonds abzuführen. Man weiß, dass Zucker ungesund ist, dummerweise ist Salz noch deutlich ungesünder, so auf dem Level von Rauchen. Da müsste längst was passieren, denn der Deutsche ist einfach sehr stark an Homo aldeensis. Ja. Also er tendiert zum Schnäppchen. Ja, ja. Und es ist einfach völlig absurd, dass eine Sojamilch zwischen 1,50 und 1,80 kostet und eine Kuhmilch, die viel teurer zu produzieren wäre eigentlich, irgendwo, was weiß ich, 70 Cent ist. Ja, ja. Und solche Dinge. Oder eine Wurst, dass eine Wurst vom Tier einiges günstiger ist als eine viel günstiger eigentlich herzustellende Sojawurst und so weiter. Diese Dinge sind in sich absurd, hängen auch direkt zusammen mit Mehrwertsteuersätzen. Und man hat schon in anderen Ländern gesehen, dass man durch entsprechende Aufklärungskampagnen und auch Besteuerungskampagnen da sehr, sehr viel bewirken kann. Ja. Man erreicht also jetzt gerade den Deutschen ganz stark über den Geldbeutel. Und vielleicht ist es dann für Sie auch mal hochinteressant zu hören, dass bei uns natürlich auch diskutiert wird darüber, eventuell die Lebensmittelindustrie irgendwann hineinzuziehen in das Gesundheitssystem. Die macht das gerne, die ist da voll offen dafür. Ja, denn also quasi die Konzeption, die bei uns diskutiert werden, ist, dass ich irgendwann zum Beispiel einen völlig neuartigen Gesundheitsversicherungstarif abschließe, indem ich zum Beispiel eine sogenannte Gesundheitsversicherungseinkaufskarte bekomme, bei der ich quasi schon auch einen Teil meiner Ernährung mitbezahle und dann mein Supermarkt nach dem Schlüssel honoriert wird. Wenn ich nie krank werde, kriegt er auch wieder, wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir einen Teil der eingesparten Gelder auf die Hausärzte ausschütten, die ja das präventivmedizinisch erwirtschaftet haben. Und wir müssen das Gleiche mit dem Lebensmittelhändler haben, dass der auch ein Gesundheitsförderungspartner wird, der quasi dann ein Stück dieser eingesparten teuren Operationskosten, auch ein paar Prozent davon bekommt, wenn ich nicht krank geworden bin übers Jahr. Und damit quasi der Lebensmittelhändler endlich auch das tun darf, was er vielleicht auch gerne möchte, nämlich wirklich seine Lieferanten
Patienten auch darauf hin zu lenken, dass er sagt, keine Pestizide mehr, kein Glyphosat mehr, keine giftigen Stoffe mehr. Alles muss wirklich echtes Bio sein und nicht Schummelbio oder Betrugsbio, wie so oft berichtet wird und so weiter. Und dann wird der Lebensmittelhändler quasi zum Gesundheitsförderer. Wir stellen uns auch vor, dass eventuell sogar dann der Verkäufer eher ersetzt wird durch einen Ernährungsberater am Ende des Tages sozusagen. Und dass dann der Lebensmittelhändler ein Teil der Gesundheitsförderung der Bevölkerung wird. Und das würde bedeuten, dass das, was Sie eben angedeutet haben, nämlich mit der Besteuerung von Zucker und Salz und ähnlichen Dingen, ja, dass das quasi schon inklusive ist. Ja? Quasi in dem Moment, wo der Lebensmittelhändler mehr Gewinn macht, wenn er die gesunden Sachen anregt und anbietet und besonders vielleicht auch ein bisschen billiger anbietet und so weiter, dann macht er in Zukunft den größten Gewinn, wenn ich nämlich gesund bleibe als Kunde. Denn genau das ist ja, was wir Bürger uns wünschen, nämlich, dass wir in den Supermarkt gehen und nicht gefährdet sind, unsere Gesundheit zu riskieren, sondern dort ein Helfer auf dem Weg zur gesundheitsförderlichen Ernährung uns begegnet. Ja, ich glaube, der Lebensmitteleinzelhandel berät halt nicht mehr. Also das ist wirklich nur noch der Verteiler. Wo wir ansetzen müssen, ist tatsächlich die Big Players. Die sind im Prinzip auch offen. Sobald die den Druck von staatlicher Seite hätten, würden die da sofort mitmachen. Ich meine, Rezepte für Salzreduktion und all diese Sachen, die gibt es ja schon lange. Es gibt auch tolle Produkte. Die brauchen einfach nur den Druck, auch das eine Verständnisänderung beim Kunden vor allem. Der Kunde fragt nicht danach, das ist das Problem. Der Kunde in Deutschland weiß nicht, dass Salz schädlich ist. Genau, weil ihm das ja vorenthalten wird. Das Problem jetzt in anderen Ländern weiß das jeder auf der Straße. In Deutschland muss man noch mit Ärzten diskutieren, ob jetzt, das ist ja alles nicht so schlimm, ne, Herr Kollege, machen Sie mal nicht. Und so fort. Wir hätten mit der Großindustrie, die im ganz, ganz großen Stil im Medizinbereich, im Gesundheitsbereich jetzt investiert und einsteigt. Also die ganz großen Player kaufen im Moment praktisch die Nahrungsergänzungsmittelsparte von der Pharmaindustrie ab. Also wir haben eine Riesenverschiebung in der Lebensmittelindustrie hin zum Thema Gesundheit. Und wenn man das katalysiert, dann setzt man auf einen unheimlich gewichtigen Faktor, denn die Information kommt dann ganz stark von der Lebensmittelindustrie selber. Also wie gehen Sie also da so? Als Partner zu haben mit Hilfe durch Druck aus der Politik wäre ein riesen Plusfaktor. Ja, wenn in dem Moment wir gehen eben davon aus, dass wir eben nicht darum herumkommen, dass wir die finanziellen Anreize auch im Lebensmittelbereich eben völlig neu gestalten müssen. Denn wenn ein Lebensmittelkonzern, auch ein großer Player sozusagen, wirklich dann mehr Geld verdienen kann, wenn ich nicht krank werde als Kunde sozusagen, dann wird plötzlich seine Interessenslage auch so weit werden, dass wir werden es vielleicht dann sogar erleben, dass wir Werbespots kriegen, wo gesagt wird, hier, wir warnen davor vor zu viel Fleisch und zu viel Salz in der Nahrung und all diesen anderen Dingen oder diese ständigen Zuckerbomben und wir warnen davor, einfach weil uns finanziell dann die Gesundheit des Kunden am Herzen liegt. Ja? Und das müssen wir neu gestalten. Und das will dieser Rat ja auch erwirken. Ja? Mhm. Genau. Und vielleicht sprechen wir jetzt mal über das Thema Salz hin und her sozusagen, denn wir sind bei uns hier, wir sind ja auch so hier immer so mit Testpersonen am Gange und mit Experimentieren. Wir haben sehr viele Leute, die als Gesundheitssportart, wir treffen uns, viele kennen sich auch hier vom Sport. Wir haben sozusagen so eine Art Gesundheitssport-Tischtennis entwickelt. Ich kann das auch gleich schon mal in die Kamera halten. Sie sehen es jetzt leider nicht, aber die Kamera sieht es dann. Das ist jetzt so ein Schläger, den ich in die Kamera halte, der so ein Tischtennis-Tennisschläger ist, womit man auf einem Badmintonfeld einmal mit der rechten Hand und einmal mit der linken Hand wegen der Ausgeglichenheit der körperlichen Belastung und der Gymnastik für die linke Schulter auch sozusagen, wo man einmal mit einen Satz mit links, einen Satz mit rechts auf einem Badmintonfeld eine Art Tischtennis-Tennis spielt sozusagen, das also sich als Volkssport viel
viel Spaß macht. Wir nennen das Betty-Tesh von Badminton, Table Tennis, Tennis and Squash gemixt. So, mhm. Da würden sich die Schlägersportler treffen in einer Volkssportart. Die andere Möglichkeit wäre, das herkömmliche Tischtennis zu einem Gesundheitssport, Tischtennis, den es ja schon gibt, aber so auszubauen, dass auch dort jeder Satz mit links und ein Satz mit links, ein Satz mit rechts gespielt werden muss. Und dabei ist es aber so, dass wir dort doch auch extremst schwitzen, auch gerade die, die aus dem Hochleistungssport kommen und früher so im Bereich erste, zweite Liga und so gespielt haben, ja, die kommen extrem ins Schwitzen. Und da ist es so, dass viele bei uns dann ja versucht haben, Salz ganz aus dem Weg zu gehen. Vielleicht dann am Ende bei einer Dosis waren von 1, 2, 3 Gramm Salz pro Tag, aber dann oft literweise Salz rausgeschwitzt haben. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass sobald Salz ein bisschen höher dosiert ist, es absolut giftig wird und toxisch wird. Aber wie ist es damit? Wir hatten dann den Eindruck, dass es sein kann, dass man sich auch mit Salz, wenn man Hochleistungssport macht, unterversorgen kann und dass dann Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern entstehen kann bei einigen bei uns. Ja, bis zum Hirnödem bei wirklichen Hochleistungssportlern. Ja, ist das also, würden Sie auch sagen, also wir haben nämlich jetzt... Das Thema Salz, ja? Deswegen wird es natürlich auch so meistens sinnlos kontrovers diskutiert, muss einfach intelligent diskutiert werden. Ja, ja. Erstens, Salz an sich, ja, wir brauchen es, wir brauchen viel, viel weniger, als wir aufnehmen. Ja. Früher ist die Menschheit mit 1 Gramm Natrium ausgekommen, das sind so etwa 2,4 Gramm Salz. Heute sind wir so im Schnitt bei eher 10 Gramm Salz. Früher haben die Menschen viel mehr Kalium gegessen, von 5 mindestens bis 10 Gramm ging das. Und das ist jetzt nicht Steinzeit, sondern das sind auch wirklich, also der Deutsche vor 150 Jahren hat eben keine Chips, sondern Kartoffeln gegessen und mit seinen Kartoffeln ist er locker auf 5 Gramm Kalium am Tag gekommen. Genau. Mhm. Wir haben jetzt zwei dramatische Veränderungen. Wir haben einmal eine massive Verschiebung des Natrium-Kalium-Verhältnisses. Ja. Natrium-Kalium-Verhältnis bestimmt unsere Membranpotenziale, die Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe und ganz, ganz wichtige Mechanismen in unserem Körper. Das ist eben sehr stark in einen noch nie dagewesenen Zustand geraten. Und das andere, was mindestens so schlimm ist, früher haben die Leute tatsächlich das Salz rausgeschwitzt. Ja. Das machen die wenigsten heute. Ja. Also der Sportler, der normotone Sportler hat kein Salzproblem, der kann quasi ziemlich so viel Salz essen, wie er will, solange er einen normalen Blutdruck hat. Es beginnt dann, wenn der Blutdruck so in diesen anfängt zu steigen, also über die 120 zu 80, wenn er dann so bei 130 zu 85 ist, dann wird das Thema Salz für ihn sehr relevant. Äußert sich das eventuell dann auch schon in einem leicht beschleunigten Puls oder nicht? Ja, es ist möglich, obwohl der Puls natürlich auch andere Ursachen haben kann, wie Histaminintoleranz. Also wenn man jetzt nicht ständig ein Blutdruckmessgerät hatte, könnte man, wenn man, solange man Ruhepuls hat von 57, ihre Frau Susanne hatte ja auch mal gesagt, dass sie mittlerweile auch bei 57 angelangt ist. Ja, das war bei ihr eine Histaminintoleranz. Sobald Histaminausschüttung erfolgt, schnellt der Puls nach oben und das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Und das sind also Dinge, die auf die Ernährung oder auf Stressfaktoren reagieren und das ist bei nur sehr wenig ausgewählten Kardiologen bekannt, obwohl man natürlich weiß, dass das eine typische Histaminwirkung ist. Ja, also man könnte also auch so vorgehen, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht unbedingt mir ein Blutdruckmessgerät kaufen will, doch, das sollte jeder sollte man machen. Ja, also jeder deutsche Mann hat ja, was weiß ich, 200 sinnlose technische Spielzeuge zu Hause. Das eine kann absolut Leben retten, das sollte jeder ab 40 haben. Das ist ein Blutdruckmessgerät. Gut, dann also, das glauben Sie, wie viele Leute, die beim Arzt meinten, naja, der Blutdruck ist leicht erhöht und dann bei mir hier zu Hause unter ganz leichter körperlicher Belastung plötzlich einen Blutdruck von 190 zu 100 hatten. Ah ja. Also wir haben ganz, ganz viele verdeckte Hypertoniker. Deswegen sind diese Anpassungen der amerikanischen Leitlinien auch sinnvoll. Denn meistens werden die Blutdruckwerte beim Arzt tendenziell eher zu niedrig gemessen. Es ist ja nicht so, dass der deutsche Patient jetzt schlottert in Angst vor dem Arzt und deswegen der Blutdruck nach oben springt. Das hatte man mal vermutet. Nee, das Problem ist, dass er eher unter leichter körperlicher Belastung schon nach oben geht und dass der Arzt quasi nie misst.
Also das heißt, ja. ich habe übrigens meinen Blutdruck ab und zu mal gemessen, aber ich würde dann Ihre Empfehlung folgen. Hätten Sie denn einen Tipp, weil wir auch so immer so ganz konkretistisch sind, hätten Sie denn ein Produkt, was empfehlenswert wäre, so im Bereich Blutdruckmessung, was so erschwinglich ist? Ein Oberarmmessgerät. Ja? Ordentliches, die gibt es um die 30 Euro, am besten eben mit auf jeden Fall Herzfrequenz und Arrhythmie-Messung dabei, aber... Ich habe so, Dr. Jakob, so einen Fitness-Tracker, der mittlerweile ja, auch Blutdruck, sehr, sehr genau, und die, der tut sogar, also den Blutdruck selber, ich glaube, alle Minute sogar abfragen. Ja. Ich benutze den auch schon eine ganze Weile und habe also mit meinem Arzt auch gesprochen, er sagt, er macht das ruhig weiter, das kann nicht schaden. Ne, das kann Ihnen nicht nur nicht schaden, sondern es kann sehr nützlich sein, denn wir müssen einfach unsere Gesundheit selber viel mehr und realistisch überwachen. Ja. Und gerade essentielle Werte sollten nicht in Hand des Arztes sein. Es gibt inzwischen Apparaturen für ein Apfel und ein Ei, ja. Und ich weiß selbst, was mit mir los ist. Und ich brauche nicht mit einer 20-jährigen Frau über Salz diskutieren, die hat damit kein Problem, die ist eher hypoton. Ja. Aber mit einem 40-Jährigen, der schon so in diesem Prähyperton oder jetzt Hypertonbereich einfach 125, 130 zu 85 hat, der muss anfangen, auf sein Salz zu achten, es reduzieren und seinen Kaliumaufnahme deutlich zu erhöhen. Was ich noch sagen wollte, dass der andere Hauptfaktor, der sich geändert hat, körperliche Arbeit, kein Übergewicht, hat man meist kein Salzproblem. Meistens aber haben wir heutzutage Dauerstress und Übergewicht, sprich Bauchfett, da muss man noch nicht mal so viel sehen, bei den meisten sieht man es. Genau, das und das ist bedeutet erhöhte Cortison- und Aldosteronwerte. Und dadurch habe ich eine ganz andere Salzwirkung. Cortisol und Aldosteron bewirken, dass das Salz im Körper zurückgehalten wird, also nicht mehr ausgepinkelt wird. Aber dafür wird Kalium, Magnesium und Calcium ausgepinkelt. Also ich habe eine weitere ganz massive Verschiebung des Natrium-Kalium-Verhältnisses. Also wir haben eine ganz, ganz andere hormonelle Situation als damals. Aha. Und das macht Salz so toxisch. Das macht dann Salz nochmal gefährlicher. Diese wissenschaftlich ganz klar belegten Sachen tauchen in der Diskussion überhaupt nicht auf. Aha. Man fühlt sich manchmal wie, man hat es mit Idioten zu tun. Ja. Nee, das war jetzt auch für mich nochmal neu, dass da diese Veränderung auch jetzt quasi Salz nochmal doppelt gefährlich macht. Denn ich mache mir schon manchmal Sorgen, wissen Sie, es ist jetzt folgendermaßen, wir hatten früher experimentiert, um diese Vorhofflimmern-Phänomene bei einigen der Sportler in den Griff zu kriegen. Also da ist vor allem Kalium und Magnesium sehr wichtig, aber genau da ist wieder das Thema Cortisol, Stress, man pinkelt es aus. Ja, und wir hatten experimentiert mit Coenzym Q10, mit L-Carnitin, mit was auch immer. Professor Bisalski hatte dann empfohlen, sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Ernährungsmediziner von der Universität Hohenheim, der empfiehlt ja dann die Leber Omega als Allheilmittel. Omega-3 hat er wahrscheinlich empfohlen. Ja, was? Hat er dann Omega-3-Fettsäuren empfohlen. Ja, na, das auch, aber er empfiehlt ja auch dann Leber als Multivitamin ab und zu. Aber das haben wir dann getestet und alles und sind damit nicht glücklich geworden. Und am Ende... Natürlich, weil das ist so simpel. Man hat, wenn einer erstmals anfängt, ich habe selbst eine absolute Arrhythmie gehabt, als ich 40 war. Ja. Ich konnte es fast nicht glauben. Dann habe ich mein eigenes Basenpulver getrunken und nach 5 Minuten war sie weg. Ja. Also am Anfang kann man mit Mineralstoffen das ganz, ganz leicht wieder beheben. Da brauche ich keine Leber und all diesen, das ist ja Quark. Ja. Und deswegen, also das sind ja bestbelegte Sachen, dass Kalium und Magnesium höchst wirksam sind gegen Herzarrhythmie. Das ist also das Einmaleins der Physiologie. Ja, wobei bei uns die Testpersonen natürlich sich praktisch, da kommen wir nachher gleich noch dazu, fast ausschließlich von Gemüse und Hülsenfrüchten ernähren. Ja, das heißt also hoffentlich... Das kann aber unter Umständen nicht ausreichen. Das kann im Kaliumreich nicht ausreichen. Da muss man tatsächlich wirklich mal eine intrazelluläre, also eine Vollblutanalyse von Kalium und Magnesium machen. Aha. Die meisten überschätzen... Also wir nehmen jetzt mal die Personengruppe, die sich weltweit heutzutage am kaliumreichsten ernährt. Das sind die Veganer in Loma Linda, die Adventisten. Und die kommen irgendwie im Durchschnitt auf etwa 4 Gramm. Ja, das ist immer noch zu wenig. Es ist tatsächlich so, dass die Leute... Verarbeitete Lebensmittel haben sehr wenig Kalium. Also man müsste dann wirklich Frischsäfte und so weiter nehmen.
Wenn Sie einen Saft trinken, der kaliumreich ist, haben Sie meistens genauso viel oder noch mehr Salz drin, der das Ganze wieder aushebelt. Ja, wieder aushebelt, genau. Das muss ja das also man Verhältnis muss wirklich dann einfach Kalium mal messen, wie viel Kalium ist denn Natrium. Jetzt in den Zellen vorhanden. Wenn der gleichzeitig viel Cortisol und Aldosteron hat, pinkelt er das alles gleich wieder raus. Aha. Sehen Sie, das ist hochinteressant. Mit versteckten Salzen. Das ist ein ganz großes, das ist das Hauptproblem. Ja. Deswegen ist es auch nur mit der Lebensmittelindustrie und hier nur durch Öffentlichkeitsarbeit und durch staatliche Vorgaben, die in Deutschland fehlen und in vielen anderen Ländern umgesetzt werden, mit sensationellen Ergebnissen möglich. Also Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte mit Finnland. Seit 1979 arbeiten die daran. Salzkonsum wurde um 40% gesenkt, Blutdruck ist runtergegangen, Sterblichkeit vor allem durch Schlaganfälle und Herzinfarkte ist um 80% gesunken. Also sterben jetzt nicht 80% weniger Finnen, der Rest lebt ewig. Aber altersbezogen ging die Sterblichkeit um dramatische 80% nach unten. Durch ganz simple Maßnahmen, aber eben unter Einschließung der Lebensmittelindustrie, durch Lebensmittelhandel und so weiter. Ähnliche Ergebnisse in Japan. Massive Reduktion bei Schlaganfällen. Nur durch Reduktion der Salzaufnahme. Die gesamte Ernährung hat sich ja in Japan bekanntlich deutlich eher verschlechtert. Wir haben hier ganz klare Ergebnisse. Gerade Schlaganfall, der ja heutzutage schon bei 40-Jährigen auftritt, kann man hier ganz stark punkten. Da spielt das Kalium-Natrium-Verhältnis eine zentrale Rolle. Aus großen Studien weiß man, dass Kaliumsupplementierung, ich muss mal gerade nach den Zahlen gucken, die sind im Bereich von 60% das Schlaganfallrisiko senken. Also das war eine Harvard-Studie, 58% weniger Schlaganfallrisiko bei Hypertonikern durch Kaliumsupplemente und bei, jetzt kommen wir zum Thema eben Herzrhythmusstörung, bei denen die Diuretika, also sprich kaliumausscheidende Medikamente bekommen haben, waren sogar 64%. Ja. Also ich kann hier volksgesundheitlich zig Milliarden sparen durch einfachste Möglichkeiten. Also Sie können sich vorstellen, wie teuer Schlaganfälle sind. Also und wie schmerzhaft für den Betroffenen und die Familie. Also wir haben es hier mit unheimlichen Hebeleffekten zu tun, die interessiert niemanden. Man diskutiert stattdessen über Flüchtlinge dieses oder jenes. Das ist ja alles irrelevant, wenn wir uns selbst abschaffen, indem die Volksgesundheit vor die Hunde geht. Ja, ja. Aber dasselbe gilt doch auch für Zucker, oder? Nicht in diesem Ausmaß. Nee. Aber Zucker ist ein wichtiger Faktor. Aber Fett ist schlimmer. Und Eiweiß, tierisches Eiweiß, ist das am meisten negativ besetzte, aber völlig unterschätzte Problem. Ja, das ist übrigens ganz wichtig nochmal, Sie erwähnen das ja in Ihren Vorträgen immer, dass die sozusagen die Belastung für die Bauchspeicheldrüse durch tierisches Eiweiß und Käse und so weiter sogar am höchsten liegt und viel höher liegt noch als bei den, sogar auch bei den problematischen Kohlenhydraten wie Weißmehl und Zucker, ja, ist oft die Belastung nicht höher, sondern sogar am höchsten bei den Eiweiß. Die Belastung für die Bauchspeicheldrüse. Also es geht jetzt konkret um die Insulinausschüttung. Ja, genau. Es gibt ja nicht nur den glykämischen Index, der übrigens von der gleichen Forschungsgruppe erarbeitet wurde, wie der Insulinindex. Also es sind wirklich Top-Wissenschaftler. Und der Insulinindex ist tatsächlich auf Dauer eigentlich wichtiger. Denn wichtiger als der Blutzucker an sich sind eigentlich meine Insulinwerte. Also Hormon ist immer wichtiger als der Nährstoff selbst. Ja. Das Hormon steuert alles. Deswegen gibt es Leute, die essen ihr ganzes Leben Riesenzuckermengen und haben damit relativ wenig Probleme. Ein anderer kriegt halt dann durch Zucker und Fett und tierisches Eiweiß relativ früh einen Diabetes. Also Insulinausschüttung ist tatsächlich mit Abstand am höchsten, wenn ich tierisches Eiweiß, insbesondere Milch oder auch Fleisch, kombiniere mit schnell wirkenden Kohlenhydrate, sprich Pommes, Weißmehl etc., dann habe ich wirklich die höchste Insulinausschüttung. Das ist halt dummerweise genau unsere westliche Ernährung, die auch so konzipiert ist. Das macht natürlich am meisten süchtig. Ich habe den größten Soforteffekt, das ist das Erste, was man in der Medizin lernt, beim Alkohol entscheidet die Anflutungsgeschwindigkeit wie bei jeder anderen Droge. Ne, also deswegen gibt es Leute, die halt dann das Heroin sich nicht spritzen, sondern als Crack rauchen. Das wirkt einfach dann
viel schneller und macht intensiver süchtig. So ist es beim Essen. Wenn Sachen sehr schnell anfluten und sehr starke Reaktionen auslösen hormonell, macht das viel süchtiger und ist natürlich auch sehr krankmachend. Also ich beschreibe das immer, unsere Ernährung ist wie so eine Tsunami in den Blutgefäßen, während eine gesunde Ernährung halt wie ein milder Landregen ist. Und das ist physiologisch. Eine allmähliche Anflutung der Lebensmittel und eine allmähliche Verstoffwechslung, sodass es eben zu keiner Überlastung der mitochondrialen Verarbeitung, Energiegewinnung kommt und so weiter. Und das ist halt, tierisches Eiweiß spielt dabei ein sehr wichtiger Faktor. Auch alleine erreiche ich durch tierisches Eiweiß eine relativ hohe Insulinausschüttung. Also ein Steak macht eine etwa 27% höhere Insulinausschüttung jetzt wie Pasta. Genau, sie sagen ja immer Pasta al dente. Obwohl der Steak halt überhaupt keine Glucose hat. Ja, ja. Also Walter Longo hat ja in seinem neuen Buch diesen negativen Einfluss von tierischem Eiweiß auch nochmal jetzt sehr gut aufgezeigt. Er hat ein paar neue biochemische Wege aufgezeigt, warum einfach diese proteinreichen, fettreichen Ernährungsweisen nicht nur das Diabetesrisiko, Herz-Kreislauf-Risiko deutlich erhöhen, sondern eben auch die Alterung beschleunigen und die Krebsentstehung. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung, sondern das beruht inzwischen auf einer sehr, sehr guten Datenlage. Genau. Von der Epidemiologie hin bis zur Biochemie gibt das Sinn. Genau, und das ist auch deswegen, wir haben zwar ganz bewusst den Herrn Professor Spitz auch vorgeschlagen, aber wir tendieren auch schon traditionell, war bei uns immer eine Tendenz zum Veganismus und sogar noch weiter hinaus. Frau Dr. Med-Petra Bracht kennt ja auch noch so diese alten Dinge wie Gottlob Böschers Instinktotherapie und die Konsche Rohkost und Urkost und so weiter. Daher kommen wir auch traditionell sozusagen und kennen das auch alles und hatten da immer eine ganz tiefe Skepsis gegenüber dem Tierischen sozusagen. Aber jetzt nochmal, was für uns auch noch faszinierend neue Nachricht war, da würden wir gern was drüber hören, dass Sie haben sogar erwähnt, dass Sie die Idee aufgebracht haben an der Analyse dieses Geparden, den Sie in einem Vortrag erwähnen, dass es sein könnte, dass die Raubtiere, wir denken ja in der Evolution oft immer, na gut, die Raubtiere sind halt an Fleisch angepasst und die anderen Tiere sind an die Pflanzen angepasst, aber dass es vielleicht schwierig sein könnte generell, dass ein Tier, das ja selber aus bestimmten Eiweißen besteht, selber ähnliche Säugetiereiweiße verstoffwechselt und dass das dann zu einem gar nicht so leicht ist für einen Organismus, das zu konstruieren, das zu verstopfen, weswegen Sie ja gesagt haben, dieser Fleischverzehr auch bei dem Raubtier eigentlich eine Energie, eher verglichen mit dem Pferd, haben Sie das ja in dem Vortrag, ja eher sozusagen eine schlechtere Energiesituation darstellt als beim Pferd zum Beispiel, als Pflanzenfresser. Ja, gut, man, das sieht man ja insgesamt im Tierreich, dass die Leistungsträger meistens Pflanzenfresser sind, mit ein paar Ausnahmen. Ja. Also beim Hund, das ist so zwischendrin, der hat auch Leistung, aber das ist dann eben, der hat eine sehr gute Fettverstoffwechslung auch. Aber sobald ich ein Raubtier eben sehr proteinlastig ernähre, wird es nicht nur so chronisch kriesgrämig, wie halt Raubtiere halt nun mal sind, sondern die hängen halt die meiste Zeit auch faul rum. Also ja, genau, weil sieht da mal im Fernsehen, wie diese Katze so ein Gepard richtig mal schnell flitzt, aber das war's dann auch, dann braucht halt ein paar Stunden Ruhe und dieses schnelle Flitzen in dieser Nature-Studie war auch also doch sehr begrenzt, das war irgendwie so Spitzengeschwindigkeit, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, die war irgendwo so 70 Kilometer und das hat er 200 Meter durchgehalten. Danach, also die leben von ihrer kurzen Flinkheit, aber haben überhaupt keine Ausdauerleistung. Und das hat tatsächlich damit zu tun. Also sie werden das überall wiedersehen, dass Proteinverstoffwechslung halt aufwendig ist. Sogar für Lebewesen, die einen sehr guten Harnsäurezyklus haben. Eben, weil uns das auch so ähnlich halt ist. Sehr viel Ammoniak, dass in den Nieren ausgeschieden wird, was halt die Nieren belastet, weshalb Raubtiere oder auch Katzen sehr häufig an Nierenversagen sterben. Aha. Also Proteinabbau ist eine aufwendige Angelegenheit. Eben vielleicht auch, weil das uns so ähnlich ist, gell? Denn wir essen ja quasi uns selber damit, ne?
Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob da, und vielleicht liegt daran so ein Hintergrund, warum das so schwierig ist, für Organismen so etwas zu verstoffwechseln, was so ähnlich ist wie wir selber, ne? Weil der Körper ja dann trennen muss. Es hängt von der Fettbeigabe. Also wenn genügend Fett dabei ist, dann ist es zwar auch noch nicht gesund, aber ich kann zumindest mal deutlich länger davon eine gewisse Leistung beziehen. Also Fettoxidation ist halt dann schon wirkungsvoller, deswegen gibt es halt die Hüttenhunde und so fort. Ja. Aber eben rein proteinreich, Bodybuilder sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt für große Ausdauerleistungen. Nee. Ja. Und auch nicht für Gesundheit. Und wenn Sie sich mal die Marathonläufer angucken oder irgendwelche so Asiaten, die unglaubliche Kräfte haben, das sind meistens keine Muskelpakete, ne? Ja. Ganz im Gegenteil, man wundert sich, wo da die Kraft herkommt. Aber wie gesagt, da sind wir uns ja in allem auch einig. Jetzt vielleicht mal was Interessantes, weil wir ja auch das Kapitel Nahrungsergänzung auch noch aufschlagen wollen. Ich würde Ihnen mal erzählen, wir versuchen ja aus diesen ganzen vielen Professoren, die Sie ja auch in der Liste dieser Professoren finden, der verschiedenen Ernährungsmediziner und Medizinprofessoren, von Professor Michalsen bis eben Klaus Leitzmann und so, aus allem sozusagen so einen Tagesablauf zu empfehlen hier auch und den auch so ein bisschen testmäßig durchlaufen zu lassen. Und wir wären sehr froh, wenn Sie uns dann vielleicht mal sagen würden, was Sie daran schlecht finden. Wir beginnen nämlich den Tag morgens damit, dass wir erst einmal in Kategorien des Intervallfastens denken. Viele von uns, da wir abends Sport machen, sind dazu übergegangen, was ja schon mal ein Problem ist, aber nur noch einmal am Tage zu essen und dann sehr lange Phasen des sogenannten Intervallfastens zu haben, was uns ganz gut bekommt, sozusagen. Und morgens beginnen wir dann erstmal nur mit Wasser trinken. Also das heißt, holen uns viele Gläser Leitungswasser, ist ja auch ein Problem, da sind ja auch viele Toxine drin, die vielleicht fragwürdig sind, aber okay, im Moment machen wir das halt so und beginnen mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und zwar hier, ich habe jetzt auch, wir hatten früher auch von Ihnen, glaube ich, das Dr. Jacobs Vitamin D3-Öl, gell? Und da wäre für uns auch die Frage, haben Sie diese ganzen Sachen, die Sie selbst auch vertreiben, immer dann auch an den Blutwerten getestet? Selbstverständlich, vermute ich, ne? Ja. Das heißt, wir würden nämlich auch, wollten auch demnächst dann vielleicht auch mal ganz bewusst auch Ihre Produkte nochmal stärker berücksichtigen und nochmal testen und so weiter. Wir hatten immer, im Moment haben wir es hier, ich halte es gerade in die Kamera, von der Firma Nature Love, morgens also eine Tablette B12 mit Folsäure. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gut ist. Wir haben keine Ahnung. Wir haben auch keinerlei Beziehung zu der Firma. Wir testen einfach immer mal so ein bisschen rum und sind da auch so hilflos, wie Sie immer sagen, in diesem Dschungel- und Irrgarten sozusagen. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, haben wir keine Ahnung. Also wir B12 mit Folsäure von der Firma Nature Love nehmen wir dann ein Tablettchen morgens. Und im Moment haben wir... Entscheidend ist erstmal, ob wirklich B12 drin ist, dann zweitens welches B12, drittens welche Dosierung. Ja, das ist, muss ja immer mindestens das Methylcobalamin sein, gell? Mindestens. Oder Hydroxy, das ist mindestens genauso gut. Ja, und dann... Guano ist okay in niedrigen Dosierungen, aber nicht in hohen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel hier so ein... Also man muss bei B12 eigentlich wirklich erstmal grundsätzlich damit anfangen, dass das einzige Vitamin ist, wo der persönliche Bedarf um den Faktor 100 bis 1000 schwanken kann. Das Ziel ist wirklich, gesunde Blutwerte zu erreichen. Ja. Und der eine, sagen wir mal, die meisten erreichen das mit 3 Mikrogramm am Tag. Wenn der Magen richtig funktioniert und die Aufnahme funktioniert, ja. Also was wir bei uns erhoffen. Ich das mal einwerfen, das heißt Fol Plus, das nehme ich auch jeden Tag, da ist drin Vitamin B6, B9, B12. Die und Folsäure wahrscheinlich. Ja, die Angaben sind B6 4 Milligramm, Folsäure ist 400 Gramm. Mikrogramm, ja. Ja, und Vitamin B12 ist 30 Mikrogramm. Ja, also erstens, Folsäure brauchen Pflanzenköstler gar nicht. Aha. Zu viel synthetische Folsäure ist im Verdacht, Krebs zu erregen. Aha, sehr wichtig, ja. Ist eigentlich ziemlich gut belegt.
Deswegen wurde auch die Verzehrempfehlung auf 200 Mikrogramm reduziert. Also würde ich beide Supplemente aus dem Grund schon mal gar nicht nehmen. Denn da ist ein potenziell problematisches Vitamin drin, was Sie beide überhaupt nicht brauchen. Aha. Okay. Das ist schon mal sehr wichtig. Und beim B12 müssten Sie wirklich über eine Blutanalyse herausfinden, was ist Ihr Wert. Mhm. Wenn er normal ist, dann machen Sie weiter mit Niedrigdosis. Wenn er extrem niedrig ist, dann dosieren Sie auf mit Hochdosis, also am Tag durchaus dann mal 1000 bis 2000 Mikrogramm verteilt über einen Monat. Wenn Sie dann gute Werte haben in der nächsten Analyse, dann machen Sie niedrig dosiert weiter, kontrollieren es nochmal und dann sollte es auch okay sein. Aber wenn Sie dann immer noch niedrige, relativ niedrige Werte haben, dann brauchen Sie Spritzen oder müssen auf Dauer Hochdosis machen. Aber erstmal würde ich dann mit Hydroxycobalamin-Spritzen arbeiten. Ja. Vor allem, wenn schon neurologische Probleme, also sprich Nervenschäden da sind. Die Nervenschäden bei B12-Mangel sind halt irreversibel. Also man merkt einen B12-Mangel erst dann, wenn es zu spät ist. Ja. Und das ist was tatsächlich sehr Ernsthaftes. Deswegen ist es eine absolute Unverschämtheit, dass aller möglicher Mist bezahlt wird, aber keine B12-Analyse beim Arzt. Genau, das ist ja auch eine... Bezahlt wird. Auch hier haben wir wieder Cholesterin wird bezahlt, weil es ein Medikament gibt, was unglaublich viele Milliarden macht. Aber Magnesium wird nicht bezahlt, B12, Dinge mit einer genauso guten Evidenz werden alle nicht bezahlt, weil sie keine Lobby haben. Ja, und genau deswegen warte ich ja auch so sehnsüchtig auf diese Gesundheitsreform, weil es jetzt eben für mich jetzt zum Beispiel zu Ihnen zu reisen oder zu Frau Dr. Med-Petra Bracht, wo ich diese Blutuntersuchung qualifiziert bekäme, ist natürlich ein nicht unerheblicher Aufwand. Und ich durch die Gesundheitsreform würde natürlich mein Hausarzt als erstes wahrscheinlich bei mir mal die richtigen Werte des B12 erfassen. Die sind sozusagen. Ja auch aber hinten in meinem Buch drin, genau. Die Empfehlung, welche Blutwerte man untersuchen kann, genau, das kann jeder genau. Hautarzt machen. B12 und Vitamin D gehört ja. In der Basisdiagnostik mal dazu. Wenn man es dann mal bei B12 weiß, kann man dann einfach so weiter supplementieren. Aber man müsste es einfach mal herausfinden, jetzt gerade im höheren Alter, ob man zu diesem Personenkreis gehört, die schlecht oder sehr schlecht resorbieren oder normal resorbieren. Ja. Jetzt, und das macht halt den Unterschied. Meine Frage auch nochmal an Sie, also das heißt, das D3, das Sie im Moment vertreiben, das haben Sie definitiv ja geprüft und darauf werden wir dann demnächst umsteigen wieder, ja? Also gut, das haben wir nicht mehr, da haben wir ja schon also ja. Große Mengen verkauft. Wir, ja. Wir nehmen auch ganz bewusst kein veganes D3, ja. Ja. Aus dem einfachen Grund, das würde es extrem verteuern und ich bin immer wieder erstaunt, ja. Wie Firmen preislich veganes D3 herstellen können, wo sie eigentlich Minusgeschäfte machen, denn es gibt nur einen Hersteller, wir kennen die Einkaufspreise. Ja. Und so wie in allen Bereichen der Industrie kann man am meisten verdienen, wenn man irgendwas auf die Packung schreibt. Ja, 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 das der Verkauf an Verbraucher erfreut. Jetzt meine Frage wäre ganz konkret, auch haben Sie denn, das ich habe jetzt nicht, weil wir ja aber wir denken ja auch immer konkret in Produkten, haben Sie denn auch ein eigenes B12 im Angebot, dass Sie nach all diesen, es gibt ja so viel Überlegungen zu dem zu den verschiedenen Formen des B12s und so weiter und deren Aufnahmenehmbarkeit und so weiter und dann unter der Zunge oder nicht und so weiter. Ja, wir haben B12 haben wir in tatsächlich vielen Produkten enthalten, also in einer ganzen Reihe so, dass man es einfach nebenbei in der Ernährung integrieren kann. Das ja. Ist also für die ganzen, die normal resorbieren, können das einfach in ihren als Lebensmittel zu sich nehmen, ja. In der richtigen Dosierung. Und dann haben wir auch Dinge, also jetzt auch auf Phospholipidbasis mit verbesserter Bioverfügbarkeit und so weiter, für den Hochdosisbereich. Aber auch hier muss man wirklich sagen, das muss man kann da nicht einfach nur drauf losschlucken, man muss wirklich analysieren. Wir haben tatsächlich auch feststellen müssen, auch bei relativ hohen Dosierungen gibt es Leute, die auch mit Präparaten, wo wirklich das drin ist, das haben wir alles nachgemessen, dann nicht die Werte erreichen. Und also das war die Tablette, die wir bislang haben. Und die dann halt wirklich mit Spritzen erstmal besser bedient sind. Ja. Und also ein B12-Mangel, ein echter B12-Mangel ist eine ernste Angelegenheit und ja. Der sollte zusammen mit dem Arzt
gelöst werden. Genau. Durch Folgeuntersuchungen und so weiter. Deswegen, und es gibt wenig Sinn, einfach sozusagen prophylaktisch dann diese Hochdosismengen zu schlucken. Ja, ja, das sind ja immer 1000 Mikrogramm drin. Ja. Was das auf Dauer bewirkt. Also ein Gesunder mit normalen Resorptionen, der braucht nicht 1000 Mikrogramm jeden Tag schlucken. Das ist völliger Blödsinn. Also Ihre Empfehlung ist ganz klar, doch ganz klar, auch wenn man noch so wenig spritzen mag und so weiter, aber einfach den Weg der Blutuntersuchung dann doch zu gehen, letztendlich. Den Weg der Blutuntersuchung, ja, ich kenne Ihren Hass für Spritzen, ja. Es gibt aber auch eine Urinuntersuchung, die also erstmal einen Hinweis gibt. Aha. Man kann MMA im Urin untersuchen und da sieht man zumindest mal, ob man stark unterversorgt ist oder ob das okay ist. Also als erster Hinweis reicht es aus. Blutuntersuchungen wären besser, aber sagen wir mal, bevor man dann gar nichts macht, aus Spritzenphobie, sollte man zumindest eine Urinuntersuchung machen. Das kann man dann auch einfach einschicken, die kann man auch im Internet bestellen. Aber jetzt rein dann auch an prophylaktisch jetzt irgendwie was zu nehmen wie ich. Ich habe jetzt keine Probleme und nehme es aber trotzdem aufgrund... Ja, das ist das Problem. Also wenn Sie Probleme haben, ist es zu spät. Ja, ja. Das ist deswegen, Sie wissen nicht, ob Sie ein Problem haben, solange Sie es untersucht haben. Das habe ich schon. Das also, wie gesagt, meine Frau ist in der Apotheke und hat das gemacht und hat gesagt, ich habe keine Probleme, aber vorsichtshalber soll ich es prophylaktisch nehmen. Ist das dann Unsinn? Nee, B12 muss jeder, der es nicht über die Nahrung aufnimmt, supplementieren. Und die meisten Älteren inzwischen auch, die es über die Nahrung aufnehmen. Und er muss halt dann es in der richtigen Dosierung dosieren. Das heißt, wenn er normal resorbiert, um die 3 Mikrogramm. Und wenn er das nicht tut, entsprechend höher. Aber das können Sie, sagen wir mal, wenn Sie einen normalen Blutwert hatten bei der Erstuntersuchung, ist es allermeistens so, dass Sie eine normale Resorption haben und mit Dosierungen von 3 bis 10 Mikrogramm bestens versorgt sind. Einige unserer Testpersonen hatten ein Phänomen, dass sie gemeint hatten, dass sie manchmal den Eindruck hatten, als ob ihr Schließmuskel in der Zuverlässigkeit nachlassen würde. Und da sind sie auch auf diese B12-Idee dann gekommen, also dass man das vielleicht schon ein erstes Anzeichen sein könnte. Kann das sein? Kann es solche Zusammenhänge geben? Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich meine, Nervenschäden in jeder Art sind das Erste. Und die können sehr diffus sein, von Kribbeln bis muskulär und so fort. Und dann ist es im Prinzip schon zu spät, wie Sie sagen, ja? So ist es. Deswegen, also man sollte wirklich spätestens ab 50 das untersuchen und Veganer auf jeden Fall, sobald sie Veganer sind. Ja. Da sind ja noch gewisse Reserven in der Leber. Aber dann sollte man das schon regelmäßig im... Ja, und also Frau Doktor... Regelmäßig Veganer braucht es auch nicht. Der muss das initial machen, um zu sehen, wie er resorbiert und dann weiß er. Und das ist dann schon über eine längere Zeit stabil. Gut. Also, nicht so, dass plötzlich über Nacht aus einem, der normal resorbiert, ein schlecht resorbierender Mensch wird. Ja, also jetzt haben wir aber soweit, wissen wir, also eigentlich, wie gesagt, deswegen ist es ja auch wirklich so wichtig, dass diese Gesundheitsreform kommt, dass in Zukunft jeder Hausarzt all diese Untersuchungen macht und all da hilft, durch in diesem Dschungel klarzukommen, denn auch wir, obwohl wir ja auch wirklich versuchen, wissenschaftlich alles auszuwerten, sind da in diesem Irrgarten. Ne? Übrigens nehmen wir morgens immer auch ein bisschen Magnesium zu uns. Ja, dazu. Weil Magnesium... Ich würde es abends nehmen, aber Sie können es auch morgens nehmen. Das ist sehr gut, um den Schlaf zu verbessern und vertiefen. Ach so, das ist abends hilfreich, weil wir haben hier auch so ein Magnesium stehen, Magnesiumchlorid, aus dem wir sozusagen mit Wasser ein sogenanntes Magnesiumöl anmixen. Magnesiumchlorid ist eben ist kein basisch wirksames Magnesium. Ja. Magnesiumchlorid würde ich nur äußerlich anwenden, da ist es sinnvoll, weil es gut resorbiert wird. Innerlich würde ich es nicht anwenden. Also nicht Chlorid trinken, das schmeckt ist ja auch eigentlich schrecklich. Mit das Hauptproblem am Salz. Ja, es ist nicht nur das Natrium, sondern vor allem das Chlorid, was ein Problem ist. Aha. Chlorid ist die Hauptsäure in unserer Ernährung, neben dem Schwefel aus dem Eiweiß. Aha, das heißt, das Chlorid ist eigentlich noch problematischer als das Natrium an sich. Ähnlich problematisch. Es ist wahrscheinlich zu 50% der Probleme verantwortlich.
Und Magnesiumchlorid, also es schmeckt auch fürchterlich. Also ich habe ihn auch dazu übergegangen, es nur noch als Öl ab und zu nach dem Sport anzuwenden. Genau, nach ja, dem so Sport, mache ich das auch. Es begünstigt das Schlafen, gell? Ja. Wir nehmen es halt morgens, weil das einfach, weil ja die Aussage auch mal war, dass das D3 auch Magnesium brauche, um daraus dann natürlich auch Calcium zu erzeugen, natürliches Calcium oder aufnehmbares Calcium. Und ich habe nämlich auch noch die Rolle des K2 vergessen. Wie sehen Sie die? Wir haben jetzt aufgehört, K2 zu nehmen. Wie sehen Sie die Rolle? Das hängt von Ihrem Alter ab. Ja, wir sind schon, ich bin schon deutlich über 60 mittlerweile, ne? Ja, also in dem Alter gibt es Sinn, K2 zu nehmen. K2 ist eine gute Neuentdeckung, die natürlich auch stark gehypt wird. Sie kennen wahrscheinlich die Arbeiten von Esselstein, der seinen Herzkranken da stündlich Pflanzensäfte verabreicht hat und unheimlich gute Erfolge hat bei koronarer Herzkrankheit. Ja. Sie können K1 genauso nehmen, das wirkt genauso, aber Sie müssten es halt tatsächlich dann jede Stunde nehmen, denn der Hauptunterschied zwischen beiden Vitaminen ist die Halbwertszeit. Mhm. Die ist halt bei dem einen etwa eine Stunde, bei dem anderen 3 Tage. Genau, und K2. Sie haben, glaube ich... Das ist der große Vorteil, dass es im ganzen Körper wirkt. Ja. Und es hat tatsächlich, es aktiviert Proteine, die eben dann Calcium binden. Und so kann es etwas aus sozusagen Calcium in den Gefäßen auch binden. Ja. Der Grund für diese unglaublich verstärkte Gefäßverkalkung, die wir auch bei relativ gesunden heutzutage beobachten, ist mit Sicherheit jetzt kein K2-Mangel. Ja. Das sind andere Phänomene. Dabei spielt die Azidose tatsächlich eine sehr wichtige Rolle. Also das wirkliche Calcium-Paradox besteht darin, dass wir gerade unter Belastung eine Azidose im Blut entwickeln und sobald sich der pH im Blut ändert, also wenn er schon relativ wenig sinkt, bedeutet, dass das Calcium aus der Eiweißbindung herausfällt und an der Gefäßwand abfallen kann. Also es bindet dann zu Calciumphosphat und das sedimentiert an der Gefäßwand. Das hat mit dem reichen Proteinverzehr, zu wenig Puffersubstanzen, zu wenig basenbildende Mineralstoffe zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass Leute, die eigentlich nicht fit sind, meinen, dass sie unbedingt jetzt joggen müssten eine Stunde. Das ist eben auch fatal dann für weniger Trainierte. Also es sind nicht wenige relativ schlanke Low-Carb-Manager dann mit einem Herzinfarkt umgefahren. Übrigens der Erfinder vom Joggen auch, der Jim Fix. Ja, genau, das hat man sich, glaube ich, mal erwähnt. Dreifacher ja, genau. Herzinfarkt. Ja. Also das ist chronisch ein Problem, weil es zu einer Gefäßverkalkung führt. Genau dieser Calcium-Mechanismus, der eben Azidose bedingt ist, rein durch pH-Verschiebung. Und wenn ich eben mich überanstrenge, habe ich eben eine Verschiebung. Das macht nichts, wenn ich das chronisch mache. Wenn ich trainiert bin, habe ich diesen Effekt weniger. Wenn ich mich gut ernähre, habe ich ihn eben gar nicht. Wenn ich mich schlecht ernähre, kommt er schon. Aber können wir der das andere mal so Effekt ist eben auch akut. Also das ist ein ganz wichtiger akuter Mechanismus. Habe ich eine lokale Minderdurchblutung, kommt das zu einer Übersäuerung, weil der Zellstoffwechsel auf Gärung übergeht. Das bedeutet, ich habe einen massiven Abfall im pH. Das bedeutet wiederum, dass Calcium massiv ausfällt und Calcium aktiviert die Blutgerinnung. Also ich habe alles für einen Schlaganfall und Herzinfarkt. Ja, ja. Kann ich das aber so in der Summe... Deswegen, die Grundding in dem Alter wäre eine sinnvolle basenbildende Mineralstoffergänzung oder eine Ernährung, die sehr reich ist eben an Gemüse und basenbildenden Mineralstoffen, Kalium, Magnesium, Calcium. Ja, K2 ist dann nochmal sozusagen die Kirsche drauf. Ja, aber kann ich das so zusammenfassen? Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe nur mal kurz irgendwann geguckt auf Ihrer Seite, dass Sie auch ein D3 plus K2 anbieten. Ja, wir waren die Ersten. Ja? Wir waren auch beim vegetarischen D3 die Ersten. Dann werden wir das unseren Testpersonen jetzt dann als nächstes dann empfehlen, dass sie das darauf umsteigen sollten. Und jetzt nochmal zum Magnesium. Also ist relevant vor allem für Ältere. Also jemand mit 30, der braucht kein K2 normalerweise. Das ist
macht es deutlich teurer. Das ist jetzt nicht eine Basisversorgung. Das ist einfach, ja. Ja, wir haben natürlich als Ziel haben wir natürlich die Okinawas. Wir wollen im Prinzip 120 werden und gesund bleiben. Ne? Das ist die Okinawas hatten tatsächlich einen hohen K2-Aufnahme. Ja, ja. Also die Japaner essen halt tatsächlich Natto, was hier niemand essen würde. Und da kann man wirklich hohe K2-Mengen erreichen. Die haben übrigens auch kaliumreich und relativ salzarm ursprünglich sich ernährt. Genau, genau. Ich vielleicht nochmal zum Thema Magnesium. Wir sind gerade so hilflos, dass wir ich habe jetzt hier gerade was in der Hand, reiner Zufall, reiner Amazon-Zufall, Vitasig Magnesium, Trimagnesium, Dicitrat, das halte ich gerade mal in die Kamera, einfach weil wir hilflos sind, weil wir eben wie jeder normale Bürger, ja, weil auch die Wissenschaftler leider oft sehr wenig konkrete Produkte empfehlen und dann bleiben wir in der Hilflosigkeit. Dann haben wir hier noch ein Magnesium pur heißt das, und das heißt Magnesiumhydrogencitrat. Gut, das sind beides Zitrate, sind beides organische Verbindungen. Sie sind sowohl basenbildend, als dass sie auch Magnesium liefern. Kann man beides durchaus nehmen, also wird auch meistens gut vertragen. Sind nicht unbedingt jetzt schlecht. Haben Sie da auch noch was Besseres gefunden selbst oder würden Sie sagen, ja gut, wir haben das in unseren Basenmitteln ist überall Magnesiumcitrat drin. Also mit drin. Ne? Ja, also Sie haben sozusagen Mixe. Halt die Natur liefert eigentlich nie einen Mineralstoff alleine, sondern immer eine Zusammensetzung. Und in allen den Dingen, die ich mache, orientiere ich mich ganz einfach immer an den natürlichen Verhältnissen in gesunden Lebensmitteln. Ja, und dieses Öl, das, was wir machen, Magnesiumöl, manchmal nach dem Sport sozusagen, ist dieses Magnesiumchlorid Hexacitrat von der Firma Kelo aus der Apotheke, haben wir das besorgt. Auch wieder hilflos, unsere Suche halt. Ne? Nee, das können Sie durchaus nehmen. Also bei lokalen Muskelschmerzen ist Magnesiumchlorid sehr gut, weil es halt in die Haut penetrieren kann. Aha. Und das ist jetzt nicht das Problem, es ist halt oral. Oral das Problem, aber das schmeckt ja auch Dritte so scheußlich. Wahl. Das schmeckt ja so scheußlich. Und morgens nehmen wir jeden Morgen einen Schluck Leinöl. Ich habe jetzt hier eine Flasche von Alnatura, aber wir haben manchmal auch von Bio, es gibt sogar von Aldi mittlerweile Bio Leinöl. Da würde ich Ihnen mal tatsächlich jetzt in Ihrem Alter Ihren Omega-3-Fettsäuren und überhaupt Fettsäurenstatus zu erheben, dass Sie einfach sehen können, ob Sie aus Alpha-Linolensäure gut die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA konvertieren können. Dann können Sie mit pflanzlichen weitermachen. Ansonsten würde ich Ihnen ein Algenöl aus DHA und EPA empfehlen. Im Alter nimmt die Konversion eher ab. Und, da eben vor allem DHA für die Erhaltung der Gehirnfunktion und des Auges so wichtig ist, würde ich das auf jeden Fall mal überprüfen. Genau danach haben wir gesucht, nach diesem aus Algen bezogenen DHA, denn Herr Professor Spitz sagt ja auch auf der anderen Seite, also Professor Michalsen sagt ja, im Großen und Ganzen könnte man aus dem Leinöl ganz gut und aus den Walnüssen, die wir ja auch natürlich hier liegen haben, ganz gut dann am Ende doch dieses DHA erzeugen, aber der Professor Spitz hat er recht im Großen und Ganzen, aber mich persönlich würde jetzt nicht das Große und Ganze interessieren, sondern das individuelle. Mein Zustand. Ja. also deswegen auch hier, es sind jetzt nicht dramatisch teure Untersuchungen, würde ich das einmal mir anschauen und dann sehen, wie es ist, aber er hat natürlich im Grunde recht. Gerade in Bezug auf Herz-Kreislauf komme ich mit pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren bestens hin. Da brauche ich nicht die langkettigen, die eben aus Algen oder aus Fischen kommen. Ja, deswegen, der Professor, also Sie würden ja wahrscheinlich nicht so weit gehen wie der Professor Spitz, der ja deswegen immer wieder mal Fisch erwähnt, und weil er sagt, dass eben das, die Alpha, also diese Alpha-Linolensäure. Linolensäure, schrecklicher Name. Ja, Alpha-Linolensäure, dass die eben doch irgendwie auch übers Tierische da gehen müsse. Aber, Die Alpha-Linolensäure kommt aus dem Pflanzlichen. Ja. Die sollte nicht aus den Tieren kommen, kommt auch nur in ganz geringen Mengen. Das sind die langkettigen, also die vier- und sechsfach ungesättigten, das ist eben jetzt DHA und EPA. Und die kommen eben entweder in Fisch vor, wobei
heutiger Fisch meiner Meinung nach ziemlich ungenießbar ist. Also am Ende der Nahrungskette ist da also nicht nur Dioxin und was weiß ich alles akkumuliert, Quecksilber weiß man ja in ganz großen Mengen. Also Fisch muss ich jetzt nicht essen, um die zu bekommen, weil ich auch wirklich einen Haufen anderes Zeug kriege, was alles andere als gesund ist. Obwohl Fisch wiederum gesünder als Fleisch ist und so fort, ja. Aber ich kann sehr genau eben auch das aus Algenöl machen. Da sollte ich es allerdings mit anderen Fetten oder mit einer Mahlzeit kombinieren, wenn ich einfach Fettsäurekapseln separat von Mahlzeiten einnehme, wird so gut wie gar nichts resorbiert und es geht einfach nur hinten raus. Das ist sehr wichtig und ist wenig bekannt. Also ich brauche Gallensaft und so weiter, um das Zeug dann auch zu resorbieren. Ja, aber insgesamt, wenn Sie von Fettsäuren sprechen, ich würde immer sagen, ersetzen Sie ungesunde Fette durch gesunde, also Leinöl, nehmen Sie das und ersetzen Sie damit ein anderes Öl oder Fett. Also machen Sie das zu Ihrem Brotaufstrich und so fort. Einer der Hauptfehler in Ernährungssachen, die Leute haben gehört, Olivenöl ist gesund. Und ab da schütten sie überall Olivenöl zusätzlich drauf. Ja, Professor Michalsen hat das er hat sogar gesagt, die Leute, die in einer Studie 1 Liter pro Woche Olivenöl irgendwie übers Essen geschüttet hätten, die hätten erstaunlich gute Ergebnisse gehabt. Wobei Olivenöl mir zum Beispiel persönlich gar nicht schmeckt. Ne? Eine Woche, ja. Wer hat das gesagt? Professor Michalsen, der hatte tatsächlich in einem seiner Vorträge erwähnt, dass also es eine Studie... Erstmal, nach einer Woche kann man überhaupt nichts sagen. Zweitens, wenn die das wieder, wenn die ersetzt haben, ist es eine ganz andere Sache, als wenn die es zusätzlich... Nein, ich meinte 1 Liter pro Woche. Also die haben das wahrscheinlich schon länger getestet, über einen längeren Zeitraum. Ne? Aber, die Studie ging nicht 1 Woche. Ja, nee. Ja, dann ist die zentrale Frage, haben sie damit andere Fettsäuren ersetzt oder nicht? Ja. Also es geht, der Hauptfehler ist jetzt einfach, ich darf nicht Bauchfett zulegen. Ja. Dabei ist es ziemlich egal, woher die Kalorien kommen. Da gibt es ein bisschen günstiger, weniger, aber wenn ich überall dann noch Olivenöl oder anderes dazu schütte, ist die Gefahr, dass ich schlichtweg zunehme, hoch. Da ist ja unsere Vermutung, dass das schon eine leichte Bauchvorwölbung eigentlich reichen kann, um wirklich ein Anzeichen auch für Bauchfett sein zu können. Gell? Nee, das können einfach Blähungen sein, auch da Blutwerte. Ah ja. Es kann auch sein, dass jemand einen völlig flachen Bauch hat und Bauchfett. Ach, und das auch, sobald ja? Cholesterin und Blutfette steigen, gibt es ein erhöhtes Bauchfett und ein erhöhtes Leberfett. Aha. Also auch da würden Sie eben sagen, da muss eben auch individuell, genauso wie jetzt bei den Omega-3-Fettsäuren, wo Sie gesagt haben, das muss man individuell untersuchen, ob man wirklich in der Lage ist, das dieses ist ein DHA ganz wichtiger Wert, der gemonitort wird. Ein Diabetes können Sie frühzeitig, also die Entwicklung zum Diabetes können Sie sehr frühzeitig erkennen an erhöhten Blutfetten. Es ist gar nicht der Blutzucker, der zuerst steigt. Kommt viel, viel später. Aha. Nee, Blutfette sind wenig bekannt, aber extremst wichtig. Viel bekannter ist Cholesterin, weil man da halt behandeln kann. Blutfette, da muss man abnehmen. Bauchfett abnehmen, das ist gar nicht leicht. Aber gerade wenn man frühzeitig so eine Tendenz sieht, dann ist es eben noch leicht. Wenn ich schon Riesenmengen Bauchfett habe, dann ist das tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil... Ja. Das hormonell dann wie ein Entzug ist, wenn ich die Ernährung umstelle. Deswegen ist einfach das frühzeitige Handeln so wichtig. Sehen Sie am Bauch außen eigentlich noch gar nichts. Ja, also Herr Ruppert... Also meistens sind es, wie gesagt, tatsächlich nur Blähungen. Ja, der Herr Ruppert... Das anderes sein. Ja, der Herr Ruppert hatte uns manchmal gefragt, als Journalist, warum wir denn so Wert legen auf so eine unendliche Gesundheitsreform und alles umstellen wollen im Gesundheitswesen. Jetzt, das sehen Sie es, Herr Ruppert, gell? Dass unser dass der Herr Dr. Jakob ja im Prinzip uns zeigt, was alles unser Hausarzt bisher nicht kann und was er können sollte, um uns helfen zu können. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der Nachbarschaft erzählen. Ja, ja. Diabetikerin mit Diuretika-Behandlung, stark übergewichtig, geht zu ihrem Diabetologen, der untersucht weder Kalium noch Magnesium noch irgendwas anderes. Natürlich untersucht er Cholesterin und die anderen Sachen, die er eh schon weiß beim Diabetes. Kalium und Magnesium wäre das Entscheidende gewesen, kostet etwa zusammen 2,50 Euro.
Denn Kalium und Magnesium aktivieren eben, sind sehr wichtig für die Insulinresistenz, sind sehr wichtig für die ATPase, für tausend Sachen im Diabetesstoffwechsel, und sie bekommt ein Medikament vom Arzt verschrieben, was verstärkt Kalium und Magnesium ausscheidet. Und wir wissen, dass gerade das massiv das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Schlaganfall erhöht. Also eine ganz, ganz wesentliche Sache für den möglichen Todesfall dieser Patientin wird von einem Facharzt mit etwa 11 Jahre Ausbildung nicht untersucht. Ja, so ist die Lage. Weil er für die Krankenkasse 2,50 Euro sparen will. Ja. Ich darf da mal ein praktisches Beispiel von mir selber erzählen. Ich habe also auch selbst Diabetes seit 8 Jahren. Ist mir gelungen, also da nicht spritzenabhängig zu sein. Und da hat vor 2 Jahren mein Hausarzt, der aber auch für Diabetes Fach gelernt hat, zu mir gesagt, du musst abnehmen, und zwar auf ganz einfache Art, ohne im Prinzip ohne viel zu hungern, sondern einfach nur darauf achten, weniger Kohlenhydrate zu nehmen. Mhm. Das habe ich gemacht, weil ich bei uns im Hotel auch mehr esse, habe also bewusst darauf verzichtet oder weniger genommen und habe dann innerhalb von, ich sag mal, Vierteljahr 15 Kilo abgenommen. Mhm. Und habe aber dann alles, also nicht auf irgendwas verzichtet, sondern nur weniger Kohlenhydrate, das wirkt also bis heute. Super. Weil ich mir das abgewöhnt habe oder angewöhnt habe, so zu essen, anders zu essen. Aber ist der Blutzucker jetzt normal? Ist der Diabetes weg oder? Ist noch nicht ganz weg, wir sind so gerade an der Obergrenze. Aber ja, ich bin da dabei, das zu machen, und er sagte mir auch, damit habe ich mir eine Fahrkarte geholt für ein längeres Leben. Ja, mit Sicherheit. Das, und Sie haben das Low Carb dann? Wichtig ist halt tatsächlich, ja, dass Sie, sobald Sie Ihr Bauch- und Leberfett wieder normalisiert haben, ist auch meistens der Diabetes tatsächlich wieder weg. Es sei denn, der Pankreas ist schon kaputt. Mhm. Und da ist eben auch tierisches Eiweiß, gesättigte Fettsäuren, gerade bei Diabetes gesättigte Fettsäuren, ganz, ganz wichtige Sache. Also Sie dürfen das Low Carb, Herr Ruppert, auf keinen Fall kombinieren, jetzt mit dem, was ja manche machen, dass sie diese sogenannte ketogene Diät, und damals, wie hieß er doch mal, der eine, der verstorben ist bei seinem Sturz, die Atkins-Diät und so weiter, dass sie dann plötzlich riesige Mengen von tierischem Eiweißen und Fetten essen und so weiter. Das dürfen sie dann auf keinen Fall machen, weil dann kriegen sie wieder das höhere Diabetesrisiko. Nee, nee. Was wir brauchen, ist eben nicht, wir brauchen less Carb, less Protein, ja, less Fat. Ah ja, genau. Und das more ist gut. Wirklich Gesundes. Ja, 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 das ist gut. Ja, ja. Es ist immer die Einseitigkeit. Mhm. Aber das ist das Hauptproblem unserer Zeit. Es kann offenbar niemand mehr an zwei Sachen gleichzeitig denken. Ja, ja, ja. Das ist ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich fast total umgestellt, meine Ernährungsweise und auch die Einkaufsweise zum Beispiel auch. Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht mal zum Grossisten irgendwas einkaufen, sondern ich habe hier so einen kleinen Händler, der regional bezogene Lebensmittel anbietet. Die sind zwar alle relativ etwas teurer als beim Grossisten, aber ich weiß davon, wo sie herkommen. Ja, und da kriegen Sie auch Hülsenfrüchte, und das ist die beste Waffe gegen Diabetes. Es ist eine optimale Mischung von Eiweiß, gesunden Eiweiß, gesunden Kohlenhydraten und so weiter. Mhm. Dann wählen Sie noch die nicht blähen, dann wären Sie auch glücklich. Ja, der Beispiel kann ich gestern nennen. Wir haben hier, ich bin ja in Wiesbaden, wohne ich ja, ne? Wir hatten hier ein Fest, das heißt Taunusstraßenfest, und da haben mitunter bieten da Leute Essen an, also so kleine Unternehmen, die zum Teil exotisch sind. Gestern war also ein großer Stand, der afrikanisches Essen anbietet. Mhm. Das habe ich mir gedacht, das probierst du jetzt, und das war also unglaublich gut, aber auch mit sehr viel Bohnen. Mhm, und sie sind wahrscheinlich explodiert. So ungefähr, ja. Aber es war schlecht. Also man braucht eine afrikanische Darmflora. Es ist tatsächlich, unsere Darmflora kann nicht mit Bohnen einsteigen. Das geht gar nicht. Ja. Und das ist auch tatsächlich echt ungesund. Also starke Blähungen, das kann man nicht einfach akzeptieren. Die sind ein echtes Problem. Die führen auf Dauer zu Leaky Gut und so fort. Ja. Aber es gibt Hülsenfrüchte, die das eben nicht machen. Man kann Sprossen ziehen aus Mungbohnen, man kann diesen geschälten Mungbohnen nehmen, die werden in Indien zum Beispiel, das ist da jeder. Die Grundnahrung ist im Prinzip Reis und dieser Dal. Das sind geschälte Mungbohnen, die kann man schnell kochen, die sind auch sehr, sehr gut verträglich. Die blähen eben nicht. Hm.
viel, viel verträglicher als Linsen. Also man muss einfach nur Dinge herausfinden, die funktionieren. Langes Kochen macht noch einen Unterschied, aber sagen wir mal, das, was man da so manchmal auch von der Rohkost-Vegan-Szene serviert bekommt, wonach man dann so als Ballon quasi schon fast abhebt, ist nicht für jeden Darm und geeignet und sollte dann auch tatsächlich unbedingt gemieden werden. Denn mir das Wichtigste ist erstmal die persönliche Verträglichkeit, nicht irgendwelche Ernährungslehren. Das ist übrigens eines der wichtigsten Sachen, die immer vergessen wird. Das finde ich bei Ihnen auch so besonders, dass wir, denn wir waren früher auch sehr stark, manchmal auch so im Rohkostbereich ähnlich. Wir nähern uns jetzt mal, wir haben ja jetzt mal so abgedeckt, was wir morgens machen, also viel Wasser trinken und dann den ganzen Tag eigentlich essen wir normalerweise gar nichts. Also ja, das heißt... Also sind Sie glücklich, wenn Sie das durchhalten? Die meisten werden das nicht durchhalten. Ja. Also wenn Sie etwas machen wollen, was wirklich für die Bevölkerung geeignet ist, dann müssen Sie da einen ganz, ganz, ganz großen Schritt auf die Menschen zugehen. Ja. Was Sie machen, das ist so Hardcore-Gesundheit. Ja, ja. Das schaffen die allerwenigsten. Ja. Es ist gut, also Intervallfasten ist prima. Also ich finde ja, auch das Professor Michalsen hat uns das ja ein bisschen leichter gemacht, indem wir hatten immer ein schlechtes Gewissen, warum, dass wir uns dann abends, was ja an sich schlecht ist, man sagt ja immer so, abends eigentlich... Nee, nicht, wenn Sie Intervallfasten. Ja. Verbrennen Sie das. Denn wir haben einfach, wir sind Menschen, wir haben einen Kompromiss gewählt. Wir sind ja auch bei uns, wir denken ja auch sehr stark psychologisch und wir sagen alle, unsere gesamte Gesellschaft hat ja nicht nur eine Gesundheitsreformproblematik, sondern unsere gesamte Gesellschaft ist ja irgendwo aus unserer Sicht auch problematisch und krank. Wir haben ein Riesensuchtproblem. Wir haben ein Riesensuchtproblem und deswegen sind wir abends, sind wir immer am stärksten gefährdet, auch mit sogenannten Suchtanfällen und Suchtessen. Und dann war für uns der kleinste Kompromiss, sozusagen auch dort spüren unsere Testpersonen am stärksten so etwas wie Liebesmangel abends oder Einsamkeit und so weiter. Und dann haben wir eine Suchtneigung und dann war der beste Kompromiss, das zu machen, was Professor Michalsen gesagt hat, sich dann abends mit wertvollem, also mit möglichst gutem Gemüse und so weiter satt zu essen und auch richtig satt zu essen. Das hält dann tatsächlich auch bis nach dem Sport beim nächsten Abend dann, ja, sozusagen. Also nur Gemüse, das würde ich aber jetzt stark bezweifeln. Ja, jetzt ich schilder mal, was wir machen. Also wir haben, das fängt bei uns schon ein bisschen an mit dem Topf. Also haben Sie denn, wir arbeiten eigentlich zum Beispiel auch, ich selbst verwende nur einen einzigen Topf, einen großen Topf sozusagen und dann noch so ein paar Siebe und so weiter zum Abschütten und so zum Spülen des Salates und des Gemüses oder das und so weiter. Haben Sie einen ungiftigen Topf gefunden? Emailbeschichtung kann man eigentlich gut. Emaille, ja? Egal welches Produkt oder haben Sie da einen Tipp? Ich würde schon tendenziell eher mal ein höherwertiges nehmen. Also, ja, ja. Ich weiß nicht, ob die inzwischen auch alle aus China kommen, aber also, wir haben vor 15 Jahren Emailtöpfe gehalten, die sind immer noch in 1A-Verfassung, die waren offenbar gut. Aha, aha. Also das ist ein Danke für den Tipp. Also das heißt, bei Keramik sollte man unbedingt meiden. Keramik meiden und besonders ja. Wahrscheinlich auch Teflon. Professor Spitz sagt, Teflon ist ja auch ein Riesenproblem, ne? Ja. Wahrscheinlich schon. Möglicherweise, ne? Wahrscheinlich. Ja, hoffentlich nicht so sehr. Sagen wir mal so, wenn ich das Essen nicht runterkriege, ohne dass es ein bisschen angebraten ist, ist vielleicht das Teflon... Wenn die Pfanne nicht beschädigt ist, das ist ein kleinere Problem, als wenn ich dann Unmengen Fett hinschütte und dann ja. So richtig... Also sagen wir es mal so, es ist immer lustig, dass man dann über das Teflon schimpft und gleichzeitig seinen Steak da drin verkohlt. Ja, ja. Bei dem einen habe ich vermutlich Kanzerogene, bei den anderen habe ich ganz sichere, die ich dann ganz gemütlich esse, ohne Probleme. Also man findet in unserer Gesellschaft immer eine wirklich köstliche Sündenbock-Mentalität. Ausreden, ja. Ja, also ja, ich habe ja Teflon gar nicht und dann hat man seinen Grill, wo man dann so alles richtig durchgrillt und so fort. Also auch erstmal gesunder Menschenverstand. Ja, die Leute beginnen meistens bei den Spezialitäten, ohne dass das einmal eins stimmt. Und das ist vor allem, was fehlt und was auch nicht mehr gelehrt wird. Ja. Ich würde jetzt gerne. Sie lesen halt dann tatsächlich auch in der Alternativszene immer nur so Dinge. Ja. Glyphosat ist mit Sicherheit schlecht. Ganz bestimmt. Ist wahrscheinlich auch ziemlich krebserregend. Aber unser Diabetesproblem und tausend andere Sachen kommt jetzt nicht von Glyphosat. Ja. Es kommt davon, dass wir einfach viel zu viel fressen. Ja, ja. Ja.
Und das ist eben, da sind wir wieder auch beim Suchtproblem. Und ich will nur noch ein paar Sachen erwähnen, die wir so ab und zu machen. Ab und zu trinken wir so, ich halte es gerade in die Kamera, das ist jetzt von Aldi ein Bio-Karottensaft. Zum Glück ohne Zucker. Macht halt einen sehr hohen Blutzuckeranstieg. Aha. Säfte, zuckerreiche Säfte würde ich generell ein Problem. Vielleicht vor dem Sport oder so, aber ansonsten würde ich die eher meiden oder stark verdünnen, so auf ein Drittel. Also Smoothies generell, die auch von süßen Sachen sind, wirken ja auch insulinogen wahrscheinlich und so weiter. Also nicht so sehr, aber Blutzucker. Blutzucker, ja. Der eine Herr, der sie von dieser Sendung beraten hat, der hatte ja auch mal nur Bananensmoothies getrunken und hatte sich da wohl ein großes Problem geschaffen, ne? Auch mit dem Zucker. Ja, das wurde ihm klar in einem Gespräch mit ihm. Ja, genau, das haben wir ja gesehen. Und also das heißt, also Vorsicht, sogar, weil ja auch die Karotten sind ja mittlerweile auch gezüchtet in Richtung Karotten mehr Zucker. Karotten sind ganz super, aber essen Sie sie als Karotte. Als Karotte, nicht als Saft. Macht's satt. Ist ein prima Lebensmittel, können Salat drauf machen, Sie können es raspeln und so fort. Also das heißt nicht wegen dem Vitamin A, das der Professor Bisalski erwähnt, so viel Saft trinken, sondern lieber eine gedünstete oder leicht angekochte Karotte. Also Pflanzenköstler kriegen so viel Beta-Carotin für all das, was sie essen, also da kann sie jetzt nicht einen Saft machen. Genau, also den sollten wir vielleicht eher streichen, ja, und lieber die Karotte, bei der Karotte bleiben. Ja. Und jetzt, was wir manchmal essen, ist so 2 bis 3 Paranüsse am Tag. Da machen wir manchmal Smoothies. Das können Sie ruhig machen. Bei Paranüssen, wenn sie tatsächlich nun mal aus Brasilien stammen, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass viel Selen drin ist, aber auch nur dann. Aha. Also das Selen ist da jetzt nicht drin, weil die Paranuss Selen mag, sondern weil die Paranuss auf selenreichen Böden gewachsen ist. Aha. Das gleiche gilt für Kokosnüsse. Indische Kokosnüsse haben teilweise extrem viel Selen, je nach Anbau, also aus Bengalen zum Beispiel. Auch von den Philippinen fast gar nichts. Also wir hatten nämlich gehofft, wir hatten früher mal ein bisschen Selen supplementiert. Und wir könnten das sparen, indem wir wirklich 1, 2, 3 Paranüsse Das habe ich auch gehofft, bis ich das erfahren habe, dass das wirklich selenbodenabhängig ist. Ja, ich habe ja auch Paranüsse deswegen empfohlen. Also inzwischen supplementiere ich Selen einfach. Also haben Sie da auch selbst was in Ihrem Angebot? Irgendwas wir, haben, wir haben so ein Basis, wir haben so ein Basisding, wo einfach die wichtigsten Sachen drin sind. Drin sind. Und wo sie also einfach Jod das zusammen... Jod aus Algen ist ein anderes absolutes Basisding, wo einfach jeder braucht, der jetzt kein Fisch isst. Also Jod ist auch gerade jetzt in der Alternativszene, die einen nehmen viel zu viel, die anderen nehmen viel zu wenig. Auch da haben wir das gleiche Problem. Da kommen wir jetzt auch nochmal dann zu dem, also ich mache das gerade mal zu Ende mit den Nüssen. Wir haben hier so eine Nussvariation. Ich halte mal, also jetzt die Paranüsse, das ist jetzt zum Beispiel jetzt natürlich dann wahrscheinlich minderer Qualität aus dem Lidl, Paranüsse. Das muss nicht mindere Qualität sein, weil es aus dem Lidl ist. Ja, muss nicht, also sozusagen kommt auf die Böden drauf an. Also erstmal gucken Sie lieber auf Herkunftsland, wenn es aus Brasilien ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es selenreich ist. Aber wie gesagt, dann würde ich nämlich sagen, dann müssen wir vielleicht doch empfehlen, dass also in dem Basisprodukt, was Sie haben, haben Sie quasi dafür gesorgt, dass so eine Mindestausstattung mit Selen und Jod drin ist, ja? Selen, Jod, B12 und auch besondere Darmbakterien, die auch jetzt gerade dann werden wir das jetzt als nächstes hilfreich sein können, die man bei pflanzenreicher Kost hat. Genau, dann werden wir das jetzt als nächstes anwenden und testen und damit versuchen. Und ansonsten haben wir hier, wie gesagt, so eine Nussvariation, die halte ich gerade mal in die Kamera. Die ist jetzt in dem Zufall von Aldi, weil wir halt auch viele Mitglieder haben, die ein paar Mitglieder auch haben, die natürlich und Testpersonen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen oder können. Auch, wie gesagt, Aldi muss keine schlechte Qualität haben. Ja. Der Preis sagt nicht immer... Und hier haben wir noch die Walnusskerne auch vom Aldi, die ich gerade mal so einfach... Ja, die habe ich auch immer gern gegessen. Ja. Meinen Sie, ist da ein bisschen Alpha-Linolensäure drin, Omega-3? Da ist relativ viel drin. Es ist natürlich auch viel Linolensäure drin, aber Walnüsse sind auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht sinnvoll und gut. Und da machen wir uns oft einen Smoothie mit ein bisschen Rapsöl und ein bisschen Tomatenmark. Wobei da ja auch wieder ein bisschen Salz drin ist, ne? Aber nee, wenn Sie echtes Tomatenmark nehmen, ne, dieses Verdickte, da sind viele ohne Salz.
Ah ja, wir haben bis jetzt nur welche gefunden mit 1 Gramm pro 100 Milliliter ja, und 2 Gramm noch, pro 100 Milliliter. Ja. Aus Italien, glaube ich, kommen die meisten daher, ne? Ja, da ist auch wieder so viel Kalium drin, dass es ausgleicht. Also es geht immer um das Natrium-Kalium-Verhältnis bei den Sachen. Ah ja, das Verhältnis ist nämlich. Bei den Sachen braucht man so um 1% Salz ist jetzt noch im Rahmen, ist nicht prickelnd, aber wenn Sie da so ein bisschen was dazu tun, ist das jetzt kein Problem. Was manche Testpersonen entwickelt haben, die Frage ist ja auch, haben Nüsse, erstens, werden Nüsse sehr oft mit sehr vielen Toxinen angebaut? Erste Frage. Zweite Frage ist, haben Nüsse denn eventuell eigene Inhibitoren? Denn das eigentlich funktionieren ja Nüsse mit solchen Tieren wie Eichhörnchen. Die Eichhörnchen buddeln einige ein in der Erde und einige vergessen sie und daraus werden dann Bäume sozusagen. Und so ist eine Art Kooperation zwischen Eichhörnchen und Nussbaum gegeben, ja? Aber hat das nicht, haben die Nüsse nicht trotzdem, wir hatten nämlich bei einigen Testpersonen so manchmal so das Gefühl, als ob da so eine mini-allergische Reaktion entstehende, vielleicht aus Toxinen. Naja, also erstmal gibt es die meisten Allergien, die es überhaupt gibt, gegen Nüsse. Ja. Das liegt aber daran, dass Allergien überhaupt am meisten gegen Mischungen aus Fett und Eiweiß auftreten. Mhm. Also egal was viel Fett und Eiweiß hat, darauf gibt es oft Allergien. Ah ja, also es liegt nicht so sehr an den Toxinen oder so. Das hat alles nichts mit Toxinen zu tun. Ah, ja. Wir haben ein massives Allergieproblem entwickelt. Aha. Und ein massives Histaminproblem dadurch. Ja. Und man muss einfach gucken, ob man die Nüsse, und wenn da was kribbelt und krabbelt, dann soll er die Nüsse weglassen. Nur ansatzweise, also einfach mindestens niedriger dosieren dann. Ja? Nee, wenn er eine allergische Reaktion hat, muss er die Nuss weglassen. Ah ja. Denn das wird ja mehr mit der Zeit. Ach so, das würde dann mehr werden, ja, genau. Also, worauf man allergisch ist, das muss man meiden. Das ist das muss man auch ernst nehmen. Dann haben wir hier noch den Bereich des Keimens. Ich habe hier ein Keimglas in der Hand, das wir im Moment nicht mehr benutzen, weil die Leute alle so gesagt haben, Mungbohnenkeim schön und gut und so. Und dann auch Linsenkeimen. Und am Anfang hat man auch noch gekeimt die Kichererbsen und so weiter. Aber irgendwie glücklich geworden ist damit niemand von den Festpersonen. Wie haben Sie das geschafft, damit glücklich zu werden? Weil gekeimt ist würde ja... Also ich esse sehr gern Mungbohnenkeimlinge, die kann man super in den Salat tun. Das ist auch, macht wirklich sehr wenig Mühe, dass die wachsen. Und die Verträglichkeit, die wird halt doch deutlich, deutlich besser. Also es entstehen dann Enzyme, die bei der Verdauung der Mungbohnen sehr helfen. Das heißt also auch die Darmflora, wir haben ja alle eine gestörte Mikrobiota wahrscheinlich, ne? Ja, wird eher günstig beeinflusst. Und die wird da, also langfristig, also das heißt gerade die Mungbohnen würden Sie durchaus empfehlen, ja? Also so ja, also noch ein sehr guter Eiweißträger. Ja, genau, denn darum geht es ja auch, das war ja auch Gespräch in der Eiweißrunde bei Ihnen sozusagen, dass wenn die Rohköstler dann unbedingt rohköstlich sein wollen, dann müssen sie auch keimen, ne? Um das Eiweiß so ein bisschen zu... Die Hülsenfrüchte kann man sonst nicht genießen. Man kann die auch natürlich stir-fryen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also diese asiatische Art der Zubereitung, dieses Kurzanbraten, ist eigentlich auch was sehr Elegantes. So, und jetzt müssen wir noch mal meckern über die Öle, also wenn es jetzt bei uns an unseren großen Gemüsetopf geht, quasi am Abend, ja, unseren traditionellen... Sie brauchen die Öle, sonst verhungern Sie ja. Ja, also bei uns ist so... Bei uns ich rede von den Leuten, die sozusagen auf ihren Burger dann noch das Olivenöl draufschütten und meinen, das sei jetzt gesund. Ja. Das ist... Also, ich habe eine ganz andere Bevölkerung, also den normalen Menschen jetzt angesprochen. Ja. Die versuchen sich ja wirklich extremst gesund zu ernähren. Ja. Und was sie bislang beschrieben haben, davon würden sie verhungern, wenn sie keine Öle essen würden. Ja, genau. Das ist ihr Hauptkalorienträger und das ist dann in dem Rahmen durchaus gesund. Ja, und wir hatten ja erwähnt, morgens dieser Schluck Leinöl täglich und dann jetzt abends ist es so, es gibt ja eine Riesensorge. Es gibt ja einmal die Behauptung, dass aus Plastikflaschen unheimlich viel schädliche Stoffe, besonders in fettige Substanzen, ausschütten. Wobei zuletzt eine Studie zum Beispiel der Mayonnaise, die wurden untersucht im Fernsehen und die haben angeblich keinerlei Flattate. Das liegt einfach daran, dass die Bürger falsch informiert werden. Ja. Also es kommt ein wirklich echt bedrohliches
Zeug daher, wie Bisphenol A. Ja. Und jetzt gibt es noch ABC und was weiß ich. Ja. Dass man dann, damit hat man dann das A ausgetauscht. Das ist zum Beispiel ganz stark in Weißblechdosen, ganz ohne Plastik gewesen. Aha. Und sofort, also dann waren diese Sachen natürlich im harten Kunststoff drin, der Weichmacher braucht. Habe ich schon einen weichen Kunststoff, dann brauche ich keinen Weichmacher. Weil die Industrie ist ja nicht völlig bescheuert. Die machen das ja schon nicht in erster Linie, um die Leute krank zu machen, sondern weil sie irgendeinen mechanischen Zweck verfolgen. Und jetzt bei Weichmachern tatsächlich das Weichmachen des Kunststoffs. Also diese Festplastikdinger, die sind ein Problem. Da sind Weichmacher drin, weil ansonsten das Ding spröde wird und bricht. Aha. Aber in den PET-Flaschen sind eigentlich noch nie Weichmacher gewesen. Ah so, das heißt, die sind gar nicht, denn wir hatten mal einmal dann auch so Öl gekauft. Nee, aber wieder das Ding, die Leute hören irgendwas, projizieren es auf was komplett Falsches. Ja. Und denken jetzt, man braucht dummerweise heute im Alltag wesentlich mehr Intelligenz als je zuvor, denn die Sachen sind sehr komplex geworden. Genau. Und es ist ja auch ein Irrgarten. Wenn ich jetzt panisch irgendwelche Sachen vermeide, die überhaupt nicht problematisch sind, ja, und dafür dann einen Haufen anders falsch mache, weil ich es nicht weiß, werde ich nicht gesund. Ja, denn genau das ist ja so. Es gibt ja auch so viele, die an der Irrheit des Irrgartens ja natürlich auch verdienen und den Irrgarten anfeuern. Ja, es gibt ganze Verlage, die an der Apokalypse Geld verdienen und an der medizinischen Falschinformationen. Also bei uns ist es so, dass wir halt auch bis jetzt noch, also wir hatten nämlich sogar mal ein Öl getestet, das dann so Omega 3, 6, 9 oder was Öl hieß und 50 Euro pro Liter gekostet hat, haben wir sogar auch mal eine Zeit lang getestet, wobei wir uns dann halt immer gefragt haben, sind wir da einfach nur auf den Marketing-Trick reingefallen oder ist es wirklich so, dass die anderen Öle oft so wirklich angeblich so extrem schlecht seien? Ne? Haben jetzt nämlich, wenn Sie ein Öl für 50 Euro kaufen, wo nur diese drin sind, dann sind sie auf ein gutes Marketing reingefallen. Ja, genau. Den Eindruck hatten wir auch. Was glauben Sie, der ganze Kokosölmarkt ist gigantisch, nicht nur in Deutschland. Ja. Der ist in vielen Ländern gigantisch, denn also man etwas, was super schmeckt und dann angeblich auch noch ein Superfood ist, doch klar, das esse ich doch auch. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, also wenn McDonald's echt super gesund wäre, Leute... Ja, wir sprechen ja auch ganz bewusst von Geschmacksdrogen. Ein Milkshake schmeckt lecker, ich kann mich nach 30 Jahren noch daran erinnern. Ja, es schmeckt super. Also wir sprechen ja deswegen ganz bewusst auch von Geschmacksdrogen. Wir sagen, dass unsere Lebensmittelindustrie eher im Moment Geschmacksdrogen designt, weil damit natürlich auch der größte Profit zu machen ist, weil die Rohstoffe billig sind und die Gewinnspanne riesig ist dann, ne? Ja gut, aber das liegt auch einfach daran, dass die Menschen Drogen wollen. Also die essen ja nicht nur Lebensmittel als Drogen, sondern sie nehmen unglaubliche Mengen an Alkohol, an Zigaretten und da sind wir wieder bei der Suchtgesellschaft. Also es ist jetzt nicht nur ein Dings der Lebensmittelindustrie, die wollen einfach Geld verdienen, so wie alle anderen auch. Ja. Und der Drogenhandel in jeder Art und Weise ist halt nun mal das größte Geschäft der Menschheitsgeschichte, schon immer. Genau, und deswegen brauchen wir ja diese... Die Blasenhaltergesellschaft basiert auf Zuckerrohranbau. Ja. Und deswegen brauchen wir diese neuen Anreize auch in der Lebensmittelindustrie. Ja? Und, die sind mit Sicherheit am ehesten sogar offen dafür, wenn die Bevölkerung offener würde. Würde, ja, genau. Aber das ist ja auch damit dazu, wir sagen ja auch immer, natürlich ist es auch so, dass mit unseren Reformen natürlich dann auch eine riesige Aufklärung starten würde. Und die ist wesentlicher Bestandteil all dieser Reformen dann ja letztendlich. Aber noch einmal zurück zu den Ölen. Also bei uns ist es so, wir haben also einmal ein Rapsöl in Glasflaschen. Das schmeckt auch irgendwie eher süßlich und anders. Das testen wir gerade. Und dann haben wir diese Rapsöl in Plastikflasche mit immer dieser Sorge nach den angeblich so unendlich gefährlichen Plastikflaschen, ja. Und dann haben wir das normale Olivenöl vom Aldi, Rewe und Co., ja, weil die Frau Professor Michels immer wieder mal sagt, naja, das ganz normale Olivenöl ist durchaus nicht so katastrophal, wie es oft beschrieben wird. Naja, gut, weiß ich. Und dann haben wir noch das waren eigentlich die drei Öle, die wir da haben im Abendsbereich sozusagen. Und da schütten wir uns immer so ein bisschen was in den Topf, ne? Sehr gut. Also in Ihrem Alter würde ich noch unser Top Protect dazu nehmen. Da sind eben
Das ist ein kretisches Olivenöl mit Algenöl, DHA und EPA und Tocopherolen. Das ist das Öl, mit dem ich meine ganzen anderen Fette ersetzt habe. Mhm. Wie war das noch mit der Name? Habe ich das nicht ganz verstanden? Entschuldigung. Tocoprotect DHA EPA. Tocoprotect, ja. Das haben Sie also auch aus gutem Grunde dann designt, sozusagen, ja? Ja, ich mache die meisten Sachen auch für den Eigenverbrauch. Ne? Ja, genau. Ich weiß, wie ich mir die Sachen für meinen selbst zusammenstellen würde und so mache ich das. Da fällt mir gerade auf. Schon alle selbst. Also das werden wir dann jetzt auch mal in den Test jetzt nehmen, einfach weil das klingt alles sehr überzeugend. Und das Sulforaphan? Sulforaphan auf Sulforaphan. Denn wir haben, was wir nie gefunden haben, ist irgendwie Brokkolisprossen. Denn die könnte man ja mahlen, wie Sie sagen, und dann mit. Es gibt Brokkoli-Ursorten und aus denen kann man dann Sprossen machen. Aber was wir festgestellt haben, man kann auch einfach den Samen selbst vermahlen und hat wirklich sehr hohe Mengen als Sulforaphan und Glucoraphan bei diesen Ursorten. So. Wer dann die Sprossen mag, das ist gut, aber ja, man kann beides machen. Ja, also das ist auch nochmal eine. Kann man sich dann mit über das Essen streuen. Mhm. Ist das denn jetzt in Ihnen? Vielfaches von Brokkoli dann drin. Ist denn dieses auch jetzt in Ihren Mixen drin? Weil wir hatten das haben wir Schwierigkeiten. Einfach. Wir haben einen Brokkolisamen. Ja. Wir haben sehr lang nach Extrakten gesucht, aber die waren einfach alle nicht vertrauenswürdig und so sind wir beim ganz einfachen reinen Naturprodukt geblieben. Ja. Und das dann eher mahlen und dann vielleicht mit Tomatenmark? Man kann beides machen, also ja? Aber wir haben das jetzt oft nachanalysiert, also einfach das Mahlen und funktioniert bestens. Funktioniert bestens, ja. Und dadurch werden die Enzyme aktiviert und das reagiert zu Sulforaphan. Ja. Sie können das sogar ein halbes Jahr stehen lassen, dann haben Sie nach einem halben Jahr mehr Sulforaphan als vorher drin, weil das weiter reagiert. Aha. Mhm. Also Sie merken, dass das immer mehr nach Meerrettich schmeckt, je länger es rumsteht. Ah ja, und das ist dann dieser Aspekt. Ja gut, Also Sulforaphan hat einen sehr typischen, scharfen, meerrettichartigen Geschmack. Aha. Ja. Genau, also da werden wir uns also auch drum kümmern in Zukunft. Ne? Und nochmal eine Frage am Rande, auch nach die Frau Dr. Med-Petra Bracht hat leider keinen konkreten Mixer genannt, mit dem sie gute Erfahrungen hatten. Wir haben noch nichts gefunden, wo wir sagen, da können wir guten Gewissens mal ein paar hundert Euro ausgeben, weil wir wissen, dass der wirklich Qualität hat. Bei den Mixern gibt es ja ganz viel Schrott. Ne? Also wenn es darum geht, mal so ein Nüsse-Smoothie zu machen oder eben vielleicht... Da kann ich Ihnen auch nicht wirklich helfen. Haben Sie auch nicht. Nüsse-Smoothie, also ich habe so einen ganz einfachen, aber bei Nüssen wird er allmählich den Geist aufgeben. Ja, das macht ihm immer Schwierigkeiten, die Nüsse, ne, und so weiter. Aber da gibt es einige Klassiker, wobei ich glaube, dass auch günstige Geräte wahrscheinlich. Ich glaube, die Frau Dr. Med-Petra Bracht hat ja selbst einen, da wüsste ich nur mal gern, was sie da für ein Produkt hat. Naja, vielleicht ergibt es sich ja auch noch mal. Ja, aber jetzt geht's weiter. Also wir tun dann also in den Topf, also meistens fast eine ganze Tube Tomatenmark rein, idealerweise nur mit dem geringeren Salzgehalt. Da würde ich jetzt eben keine Tube nehmen, sondern ich würde ein Glas nehmen. Aha, ja. Also, denn diesen Aluminiumzeug mit der Innenbeschichtung und so weiter aus Italien für 69 Cent, dem würde ich jetzt nicht vertrauen. Aha, das heißt, Sie würden dann schon auf ein Bio im Glas Tomatenmark würde ich ein Bio zweifach konzentriert im Glas nehmen. Gibt es in jedem Teegut oder Bioladen. Wir haben so einen Alnatura hier bei uns in der Region. Ja, genau, ja? Auch. Der hat das auch, ja. Also da würde ich keine Tuben nehmen. Also gut. Tuben und Weißblech und diese Sachen, die würde ich meistens vermeiden. Meistens vermeiden, also gut. Ja, ich bin gerade in einem Atombunker und muss überleben. Da hätte ich keine Skrupel. Also gut, dann Tomatenmark in Zukunft dann aus dem Glas. Und dann eben haben wir hier, ich halte es gerade mal hier rein ins Kamera,
Vom Penny hier, weil wir das hier vor Ort haben, Kräuter der Provence, da wissen wir auch nicht, ob da nicht Tonnen an Giften drin sind. Na, keine Ahnung. Naja, selbst wenn Tonnen an Giften drin sind, werden sie nicht Tonnen von dem Produkt essen, wegen dem spielt das keine Rolle. Sie müssen wirklich achten bei den Grundmitteln, wo sie große Mengen essen, dass da keine Tonnen von Giften drin sind. Ja, also ja. Also die Leute fangen dann immer an, bei den Sachen, wo sie kleine Mengen essen, rumzumachen. Wichtig sind die mit den großen Mengen. Sie sollen erstmal bei dem anfangen, wo was wirklich mengenrelevant ist. Und dann für den Geschmack, weil wir ja auch alle irgendwo esssüchtig sind, haben wir hier vom Rewe zum Beispiel Peperoni. Das sind so scharfe Peperoni. Wenn man da so kleine Schnipselchen in den Gemüsetopf reinmacht, wird das unheimlich würzig und lecker und schmeckt dann jeden Tag. Ja. Also das ist sehr lecker sozusagen. Und und dann eben alle möglichen Gemüsesorten. Und bei uns ist es so, wir kommen eigentlich von der Rohkost und von der Urkost und der Instinktokost und all diesen Experimenten her, die ja auch die Frau Dr. Med-Petra Bracht kennt. Ja. Haben jetzt zuletzt mal eine Zeit lang nur gekocht, haben alles gekocht. Und das ist uns gar nicht schlecht bekommen. Wir hatten nämlich bei der Rohkost manchmal so das Gefühl, als ob es da so, es gibt ja manche Ärzte, die behaupten da, dass das so Gärungsprozesse bei zu viel Rohkost geben könnte und so weiter. Wir hatten da manchmal Unbehagen. Ja? Es sind vor allem Unverträglichkeiten, die verstärkt auftreten. Aha. Die ungesündeste Ernährungsweise neben Fastfood ist tatsächlich Früchte-Rohkost. Ja. Also da habe ich ein echtes massives Gärungsproblem. Also es geht dann wirklich bis zu echten Leberschäden, denn die Leute produzieren dann dermaßen viel Alkohol in ihrem Darm, dass es ist klar, dass die finden das immer total toll. Die sind ja praktisch high die ganze Zeit. Ja, also bei uns Mengen ist es so. Zucker und Alkohol. Ja. Aber jetzt der normale Rohköstler, das sind dann eher Unverträglichkeiten gegen bestimmte Gemüse, und die halt einfach im gekochten Zustand verträglicher sind. Und das nimmt im Laufe der Jahre dann halt eher zu, weil die Verdauungsleistung einfach schwächer wird. Ja, und deswegen die klassische Schonkost war halt immer eine gedünstete Kost. Also nach Verdauungsleistung muss man halt dann einfach gucken, wie man es macht. Und wenn man Rohkost geht, dann einfach wirklich darauf achten, was in dem Mix vertrage ich jetzt nicht und lass es weg. Ja, also wir haben das jetzt so gemacht, dass wir so einen Kompromiss gemacht haben, weil ja Frau Dr. Med-Petra Bracht sagt, man sollte schon 50% Minimum roh verzehren. Ja, sollte man. Sollte man. Und deswegen haben wir es so gemacht, dass wir einige Sachen kochen, zum Beispiel gerade die Karotten sollen ja angeblich mehr Vitamin A liefern am Ende, wenn sie ein bisschen gekocht sind. Die Karotten würde ich gerade nicht kochen, weil sie dann die Glucose metabolisieren. Die Karotten würde ich gerade roh essen, weil die roh immer vertragen werden. Also im Moment machen wir es immer so, dass wir immer so, eine Hälfte wird gekocht und die andere Hälfte kommt roh in den Topf. Oder eben als Suppe. Probieren Sie einfach aus, was Sie vertragen. Ja. Also gut, sehr gut verträglich, auch roh sind Karotten, Zucchini, das verträgt eigentlich jeder, egal wie schlecht der Darm ist. Aha. Aber dann andere Gemüsearten. Zucchini auch roh, denn die... Spinat macht Histaminintoleranz, Auberginen. Also es gibt Hefe, vertragen viele gar nicht. Also wenn dann irgendwo Geschmacksverstärker mit Hefe oder Nutritional Yeast oder sowas dabei ist, das ist... Nochmal zu den Zucchini. Vertragen. Also die würden Sie, denn im Moment haben wir die eher empfohlen, alle zu kochen, aber... Zucchini werden eigentlich immer vertragen. Auch roh? Ja? Aha. Das sind eher dann so Sachen, die harte Zellwände haben, wie Fenchel oder Paprika. Also Sie müssen einfach die Verdaulichkeit angucken und probieren Sie es halt einfach mal vielleicht zum Teil einzeln aus. Als Wildkräuterersatz haben wir dann auch noch so Rucola und Feldsalat manchmal. Also so. Das ist natürlich fragwürdig, aber es ist so eine Art Wildkräutertrost für uns, weil wir ja alle zu wenig Wildkräuter sammeln. Ne? Ja, das ist das Problem tatsächlich. Also es gibt ja inzwischen immer mehr tiefgefrorene Kräuter im Supermarkt. Und tiefgefroren ist schon wirklich eine sehr gute Alternative, vor allem zu ansonsten fast schon kaputten. Ja. Solche Sachen würde ich vielleicht auch mal verstärkt ausprobieren. Also tiefgefrorene Kräuter, ist eine Idee. Das ist eine Idee. Ja. Also es gibt halt einen ganz großen Unterschied in wirklich Kräutern haben sie praktisch das locker Dreifache von Kalium und mit Sicherheit auch anderen Pflanzenstoffe wie in normalen Gemüse.
Also unser Gemüse, Kräuter sind konzentrierte Gesundheit. Ja. Ja, Sie wissen ja, dass der Franz Konz damals, das war ja ganz Riesenthema Wildkräuter. Und wir alle hatten natürlich, wir haben das alles mal getestet und haben uns dann mal ganz teure von den damaligen essbaren Landschaften so teure Wildkräuterpakete geschickt. Das hat fantastisch geschmeckt mit so super Bio-Nahrung von Lebe gesund, wo Sie super Tomaten bekommen haben. Und haben natürlich zu Apothekenpreisen oder auch Orkos. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Firma kennen, Orkos kommen von Frankreich, die geht ja wohl auf diesen instinktotherapeutischen Ansatz zurück und so weiter. Und da haben wir extrem teure Sachen experimentiert. Aber eben wir testen eben jetzt auch so ein bisschen für die Leute, die eben im Moment so wenig Geld so haben. Ist es. Also dass meiner Meinung nach muss das nicht so teuer sein. Ja. Und also jetzt gerade bei vielen, bei Deutschen ihrer Generation, ja, werden sie sehr wenige Anfänger finden, die viel Geld für Essen ausgeben. Ja, genau. Also da Kind so und da, der geht ja schon einkaufen praktisch mit dem Sonderangebot aus dem Briefkasten. Mhm. Ja. Also das ist ja extrem in Deutschland, muss man sagen. Aber es ist halt einfach so, wir sind so aufgewachsen. Aus der Not des Zweiten Weltkrieges ist auch hat die nächste Generation noch sozusagen diesen Notknopf. Ja, und der Tagesablauf am Samstag ist dann praktisch Sonderangebote einsammeln. Und das Essen ist da immer ganz oben drauf. Ja. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Karotten. Also Ihre dringende Empfehlung, vielleicht großteils Karotten roh und vielleicht nur einen kleinen Teil kochen. Ja. Ja. Also und übrigens für die Leute, die so ein bisschen schwere Probleme haben mit dem Kauen von diesen ganz harten Gemüsen, die ja, also Brokkoli roh Raspeln und so weiter, ist ja schon auch hart manchmal. Raspeln. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wir bis jetzt machen wir die auch oft den Rohanteil dann in dem Smoothie-Maker eben und haben dann so eine Mischung aus aus gekochtem Gemüse mit Linsen, zum Beispiel Linsen und Erbsen sind unsere Dinge, wo wir nicht explodieren sozusagen. Linsen und Erbsen sind so unsere Haupthülsenfrüchte. Wir haben jetzt gerade mal wieder experimentiert mit Soja, mit Amaranth, mit wie heißen die alle, mit Quinoa und all diesen Dingen, wobei wir den Eindruck haben, dass wir, übrigens das so als Hinweis, also bei uns haben alle Leute den Eindruck, dass sie auch bei den hart kochenden Kartoffeln, die sie ja wenn dann empfehlen, dass wir bei Kartoffeln und bei diesen allen Getreideartigen eher leichte Probleme oder auch leichte Gewichtszunahmen verspüren, sozusagen, weil wir kommen besser hin, so mit Linsen, Erbsen, Gemüse, diesem riesigen Gemüsetopf und dann mit den gekochten Linsen und Erbsen. Und wie gesagt, wir sollten dann jetzt nochmal testen, dass wir die Mungbohnen doch nochmal keimen. Ne? Und das war so vielleicht, wir haben also generell ja auch ein Misstrauen gegenüber jeder Form des Getreides so ein bisschen. Ne? Nicht nur gegenüber den Milchprodukten sondern auch und den Fleischprodukten, sondern ja, auch gegenüber dem also Getreide. Also die Urgetreide sind da... Hier steht also übrigens Hafer gerade, also Hafer, kernige Haferflocken. Das kommt bei uns noch manchmal in den Nüsse-Smoothie mit rein. Ne? Ja, also Hafer, auch da sind wir halt beim Thema Unverträglichkeiten. Ja. Hafer ist potenziell sehr gesund, aber es gibt doch wirklich häufig und dann starke Unverträglichkeiten. Aha, dann war unser Gefühl spüren, da manchmal nicht schlecht. Was ne? man verträgt, also sobald einem das wirklich deutlich aufbläht, sollte man es weglassen. Aha. Und dann ist es bei Getreide häufig die Hefe, die Probleme macht, noch nicht mal so sehr das Getreide. Ja, deswegen geht es denen dann meistens besser, wenn sie Reiswaffeln und das Ganze eben ohne Hefe essen. Je mehr sie körperlich tätig sind und auch mentalen Stress haben, desto mehr werden sie Kohlenhydrate in der Ernährung haben wollen. Einfach, weil das Gehirn danach schreit. Ja, Frau Professor Dr. Dr. Med, Karin Michels sagt ja in ihrem Vortrag, wo sie auch so heiß also sagt, Kokosöl ist das reine Gift, da sagt sie auch, wenn sie Getreide ganz weglassen, kriegen sie Mangelerscheinungen. Ja? Welche kriegen wir da? Vor allem psychische Mangelerscheinungen, ja? Das ist tatsächlich so. Das ist ja vielen bei der ketogenen Diät auch so gegangen, dass die dann wirklich durchdrehen. Ne? Also jemand, der gut Fettsäuren verstoffwechseln kann, bei dem funktioniert das noch. Aber ein großer Teil der Bevölkerung, der kann halt eher Kohlenhydrate verstoffwechseln. Und ich weiß, dass bei mir unter Stress, also wenn nach einer besonders anstrengenden Situation
schreit das Gehirn direkt danach, also jetzt brauche ich hier Kohlenhydrate und dann esse ich einen Apfel oder irgendwas. Aber bei den meisten sieht es dann anders aus, was sie reinschieben. Ja. Aber das ist einfach ein grundlegender biochemischer Mechanismus. Und wenn das Gehirn befiehlt, dann nützen gute Ratschläge wenig. Also dann haben sie nur noch einen guten Plan B, sonst ist es vorbei. Also Sie meinen sozusagen letztendlich ein bisschen von diesen naturbelassenen Getreidevarianten sozusagen eventuell doch mit zu berücksichtigen. Für die es brauchen, wenn sie klarkommen mit dem, was sie haben und sich wohlfühlen, ist es okay. Ja. Aber wenn sie merken, sie schlafen schlecht und sind eigentlich hungrig, dann ist der schlechte Schlaf mit Sicherheit viel schlimmer als Getreide. Ja, und zum Beispiel jetzt was ganz anderes, bevor wir gleich noch aufs Obst kommen, erinnern Sie mich dran, Herr Ruppert, dass wir noch über das Obst sprechen müssen. Bei Kaffee und solchen Dingen haben die Leute, die das bei uns nicht gewöhnt waren, also so oft das Gefühl gehabt, so einen Durchdrehzustand zu erreichen, also so ein bisschen irre zu werden und das Gefühl zu haben, also so wie kurz vorm Schlaganfall, als ob die Blutgefäße zu hohe Drücke hätten plötzlich, so im Kopf und so weiter. Kann das vorkommen? Diese Phänomene können auftreten bei Menschen, die Koffein eben überhaupt nicht gewohnt sind. Ja. Ansonsten bei der Normalbevölkerung, sagen wir mal jetzt so, die koffeinabhängig ist, haben sie eher kaum mehr Koffeinwirkung. Ja, dann ist das Problem behoben. Muss man klar sagen. Also Koffein sollte man definitiv so weder abends noch am späten Nachmittag nehmen, weil es halt den Schlaf beeinflusst. Ja, denn bei uns, die nichts gewöhnt waren, die haben dann bei grünen Tee sind die schon fast durchgedreht. Ne? Ja, natürlich, klar. Weil das auch so als Doping beim Sport wirkte, ist zwar schön, aber man wollte dann doch lieber ungedopt sein, weil das ja auch Risiken birgt. Jede Form von Doping bedeutet ja auch, dass man sich überlastet. Man sollte jetzt nicht Koffein plötzlich hinzunehmen und plötzlich absetzen in jeder Form. Ja. Also ich nehme zum Beispiel so abends... Völliger Unsinn, zum Beispiel im Rahmen von Fasten dann mit Kaffee aufzuhören, den Entzug zu haben mit allen Kopfschmerzen und dann wieder anzufangen. Also dann sollte man besser den Kaffee weiter trinken, also entweder ganz lassen oder einfach gleiche Dosis weiter, aber nicht immer den Körper diesen Hin- und Her-Stress aushalten. Also ich nehme abends zum Beispiel grundsätzlich immer Rooibos-Tee. Ja. Da ist ja kein Tee drin. Nö, klar, ein gesunder, guter Tee. Mhm. Man grundsätzlich den Leuten erstmal so viel Freiheiten wie möglich zu lassen in Ernährung, dass sie einfach das wählen, was sie mögen, ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Denn ich werde nur auf Dauer durchhalten, was mir Spaß macht. Ja. Nochmal kurz. Was ich gerne mache, was ich gerne integriere. Ja. Das andere machen die meisten Menschen noch nicht mal unter Androhung des Todes. Also viele machen noch nicht mal eine Ernährungsumstellung, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Also noch mal ganz kurz zurück zum Eiweiß, weil Professor Michalsen hat in einem seiner letzten Vorträge, einem der neuesten Vorträge von ihm, ganz klar gesagt, dass er meint, dass man sich um Eiweiß nicht so viel Gedanken machen solle. Wir haben nämlich früher wahrscheinlich viel zu wenig Eiweiß, theoretisch zumindest, gegessen und haben da beim Sport keine Probleme mit gehabt, komischerweise. Wir hatten also eigentlich, wie Sie so sagen, eigentlich einen Lysinmangel riskiert. Davon, wir haben nämlich kaum Hülsen und praktisch keine Hülsenfrüchte. Wir kommen wahrscheinlich Früchte nicht auf die 50 Gramm am Tag oder 0,8 also noch nicht mal Kilogramm, diese Linsen und Erbsen gemacht. Professor Michalsen meinte halt, dass man nicht so viel braucht, wie man manchmal meint. Also wir nehmen halt bei relativ Frauen, wenig. Unter anderem daran, dass das Bindegewebe schwächer wird und sie sehr leicht blaue Flecken kriegen. Und das andere, wo man es erkennen kann, ist, dass das Immunsystem einfach geschwächt ist. Also man bekommt sehr leicht Infekte und dergleichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es ihnen gut, offenbar. Ja. Nee, das ist, wir sind ja schon hier, die Testpersonen sind natürlich schon ein Ausgeburt an Gesundheit verglichen mit der Normalbevölkerung, ne? Also und schlank also und durchtrainiert. Ein Lysinmangel hinterlässt auch keine irreversiblen Schäden wie im B12-Mangel. Ne? Also das sind alles Bereiche, wo man durchaus experimentieren kann, beim B12 nicht. Jetzt nochmal zum Obst. Wir sind mittlerweile davon
wir essen im Moment grundsätzlich gar kein Obst mehr. Warum? Wir sind nämlich evolutionsbiologisch, sicherlich kommen wir her eigentlich von Obst, und Obst ist ja eigentlich eine Partnerschaft. Also wenn Sie an die Biene denken und den Nektar, das sind ja Pflanzen, die Pflanze und das Insekt haben ja eine Fortpflanzungspartnerschaft, bei der der Nektar der wertvolle Treibstoff ist für die Biene sozusagen, und die kann dadurch den Pollen weit transportieren und dadurch entstehen neue Pflanzen weit entfernt und so kann sich die Pflanze ausbreiten und so weiter. Und genauso ist es ja beim Obst auch. Da ist ja so, das Obst ist ja eigentlich die einzige Pflanze, die gerne gegessen wird sozusagen, wo sie keine Inhibitoren, keine Widerstände hat, weil sie eigentlich ja davon profitiert, wenn das Obst gegessen wird und damit der Samen weiter transportiert wird und weiter entfernt von den Affen ausgeschieden wird und von den Urmenschen sozusagen in der damaligen Zeit, so vor ein paar Millionen Jahren, vor fünf Millionen Jahren, sagt man ja, dass die Menschen überwiegend Obstesser waren, Früchteesser waren. Ja? Naja, also das ist eher unwahrscheinlich. Wir haben vor allem auch Knollen und solche Sachen gegessen. Also von Obst konnte man sich nur in wenigen Regionen der Erde wirklich ernähren. Dazu kommt der Hauptunterschied, dass Obst früher viel kleiner war, weniger süß und saurer war. Ja, ja, genau. Also was wir heute bekommen als, also die Trauben heute, die haben recht wenig zu tun mit den Trauben vor 50 oder 100 Jahren. Das sagt ja auch Frau Professor Döll, Professor Dr. Michaela Döll, glaube ich, ist das, die ja auch so sagt, dass wir mittlerweile ja alles so verzüchten und auch die Obstsorten so verzüchten, dass sie nicht mehr dem Naturzustand entsprechen, auf den wir vielleicht genetisch einigermaßen angepasst sind. Wir hatten sogar, das ist richtig, dennoch ist Obst mit das Gesündeste, was wir haben. Ja. Also wir verzichten. Denn das Verzüchten und das Schlechte, das trifft ja auf alles zu. Ja, das haben Sie recht, das trifft auf alles zu. Deswegen, ich kann mal sagen, warum wir im Moment darauf verzichten. Ist einmal bei den Bananen haben einige gemerkt, dass sie ihre Migräne dann vollständig los würden, als sie aufgehört haben, Bananen zu essen. Wie das kann liegt das daran, dass Bananen Histamin auslösen und Migräne ein typisches Histaminphänomen ist. Aha. Hat also nichts mit dieser Obst überhaupt nichts zu tun. Hat nichts mit dieser Zucker, also mit dieser Fructoseintoleranz zu tun oder so, sondern die Fructoseintoleranz auf Bananen gibt es nicht. Die würden Sie mit einem Apfel oder einer Birne feststellen. Das Fructoseprobleme gibt es nur mit Obst, wo der Fructosegehalt deutlich höher ist als der Glukosegehalt. Der beste Test ist einfach ein Apfelsaft. Weil wir gerade bei Äpfel sind. Ja, warten Sie mal. Der Test, wie meinen Sie das? Also wenn Sie Apfelsaft negativ reagieren? Genau, wenn Sie Apfelsaft trinken und 15 Minuten später wahnsinnig gebläht sind, haben Sie Fructoseintoleranz. Oder so komische Bauchschmerzen kriegen? Ja, ja, klar. Das ist typisch Fructoseintoleranz. Aha. Und wenn Sie die haben, dann müssen Sie anderes Obst essen, was einfach mehr Glucose hat als Fructose, und können Sie auch Obst essen. Aha. Und ein anderes Argument bei uns, was wir warum wir auf Früchte im Moment verzichten, ja, ist weil viele auch dann, wir haben nämlich Experimente gemacht, auch natürlich mit dem Rausnehmen von Amalgam aus allen Zähnen und dann so runde Flächen zu schleifen und so weiter, sodass die Leute dann nichts Toxisches mehr im Mund hatten sozusagen. Aber dadurch haben sie sehr schnell gespürt, wenn etwas auch reizt. Und bei diesem unreif geernteten Obst des normalen Supermarktes, diesen ganzen unreif geernteten Obstsorten, da gab es ja mal eine Studie auch in dem Kontext rund um den Franz Konz damals, die behauptet hat, dass die Früchte, wenn sie unreif geerntet hätten, bis zu 6-fach überhöhten künstlichen Säuregehalt hätten. Und den meinten unsere Testpersonen auf ihren Zähnen zu spüren, als unangenehme Reizung. Das liegt daran, dass sie ihre Zähne kaputt gemacht haben. Früher war das Obst noch viel saurer. Dass natürlich ein beschädigter Zahn auf Säure reagiert, ist ja völlig klar. Ist normal. Aber die Säure ist nichts Schlechtes, die ist eher was Günstiges. Das sind organische Säuren, die werden basisch verstoffwechselt. Genau. Also, da werden zwei Sachen miteinander verwechselt. Ah ja, das heißt also, diese Reizung, die ist da kein Hinweis, die ist pH-abhängig. Und natürlich, wenn man das mit dem Amalgam entfernen, ist ja durchaus sinnvoll, wenn es richtig gemacht wird. Aber wenn ich halt dann einfach nur einen kaputten Zahnstumpf übrig lasse, der nicht geschützt ist,
der wird natürlich von jeder Säure angegriffen. Also es war so, dass bei diesen Zähnen das tatsächlich immer so funktionierte, dass sich da eine schöne Schicht Zahnschmelz wieder drauf gebildet hat, auf diesen milden Tälern, also so gerundeten Tälern. Mm. Und dann alles gegessen werden konnte, außer wenn man Süßigkeiten gegessen hat, hat man dann Alarmsignal gekriegt, aha, da greift was an, ja. Und bei unreifem Obst, ne? Das waren die zwei Sachen. Ja, gut, also man, dann sollen sie das Obst halt weglassen oder sie müssen halt sich überlegen, dass sie irgendeine, also es ist ja kein wirklicher Schutz, der da drauf ist, da ist irgendein leichtes, was auch immer das dann ist, aber es ist Nein. kein wirklich geschützter Zahn mit dem normalen Zahnschmelz, deswegen ist ja. er ja so empfindlich. Ja, ja. Aber das muss halt jeder selbst abwiegen, aber auf jeden ja. Fall saures Obst ist potenziell gesund und verträglich. Es sei denn, jemand hat Fructose-Malabsorption. Wenn einer natürlich dann solche empfindlichen Zähne hat, das ist ein ganz anderes Thema. Also dieses unreif geerntete sehen Sie gar nicht so als ein ganz so großes Problem? Nö, überhaupt nicht. Nee. Dann wird die Säure, aber eben die Sachen dann erhöhter Vitamin D-Gehalt und so weiter. Je reifer, desto mehr Zucker. Ah ja, deswegen. Also aber trotzdem die Sachen trotzdem aber reifen lassen, oder nicht? Je nachdem, das hängt von ja. der Frucht ab. Also deswegen, also ich hatte also eben eine Banane, die grüner ist, hat zum Beispiel hat ein viel besseres Blutzuckerprofil als eine Aha. überreife Banane. Aha. Okay. Aha, das ist ein ganz neuer Gesichtspunkt. Herr Ruppert, eine Sekunde noch, denn Herr Dr. Jacobs, ich freue mich ja, Sie sollen ja gerade jetzt hier auch mal für Obst plädieren, weil wir ja nicht wissen, ob wir da nicht etwas verkehrt machen, indem wir so gar kein Obst mehr essen. Obst ist der gesündeste Zuckerlieferant, den Aha. wir kennen. Also wenn jemand einen Wunsch nach Süßen hat, dann sollte er frisches Obst wählen. Aha. Also das heißt... Aber nicht eben dann Trockenfrüchte oder richtige Zuckerbomben. Ja, ja, ja. Und der Zuckerhunger ist eine physiologische Reaktion, gerade unter Stress, der einfach da ist. Und wenn ich da nicht einen Plan habe, werde ich nach irgendwas wirklich besonders Ungünstigem greifen. Also werden wir einfach mal die Empfehlung rausgeben an die Testperson, einfach mal wieder ein bisschen ganz vorsichtig wieder Obst zu kaufen Sie wollen, und sich dem anzunähern. Genau, einfach nach Geschmack. Genau. Nicht übertreiben, aber wenn Sie ja. ein Craving haben nach Kohlenhydraten, dann ist Obst das Mittel der Wahl. Aber eben von süßem Obst keine Smoothies und auch keine Säfte trinken, weil das so immer ist problematisch ist. So ja? wie es die Natur verpackt hat. Wir sagen ja immer Fettleber. Wenn ich eine Apfelsaftschorle trinke, weiß ich immer, wenn ich das nicht während des Sportes mache, mache ich eigentlich eine Fettleber, ne? Naja, von einer Schorle noch nicht, aber... Ja, von anderthalb Litern. Sie entsprechend einiges kombinieren und dann vor allem noch die tägliche, den halben Liter Bier, den fast jeder Deutsche hat, oder bis ein Liter. In dieser Kombi haben Sie dann eine Fettleber, ja. Also jetzt nochmal auf den Apfel zurückkommen. Ich esse ja gerne jeden Tag einen Apfel, heißt ja so schön. Jeden Tag einen Apfel gegessen, ja, spart einen Aas. Jetzt die Frage ist, wir hatten ja letztes Mal gesprochen, Äpfel ist ja die Gefahr drin in der Industrie, dass die versuchen, das Pektrin rauszuholen. Ja. Was Im sagen Apfel Sie, nee. Ja. Das doch. Sagte Frau, glaube ich, Frau Professor Dr. Michaela Döll, aber das haben wir früher auch gehört, dass angeblich versucht würde, das Pektin rauszuzüchten, einen der wertvollsten Mikronährstoffe, angeblich. Weil das Kann eben braun wird und dann zum Beispiel bei der Apfelsaftherstellung ein großes Problem ist, weil das sofort alles braun wird und so weiter. Naja gut, also man, wer Apfelsaft jetzt aus dem Supermarkt trinkt, der ist selbst schuld. Ne? Also der kommt ja auch jetzt nicht aus Deutschland, der kommt im Tanker aus China. Ja, ja. Ja. Also, voll Zucker. Also man, da ist also sehr wenig Gesundes noch dran, das muss man ganz klar sagen. Aber Sie können ältere Apfelsorten wählen und da wird immer Pektin drin sein, sonst fällt der Apfel ja auseinander. Ja. Also so ist es jetzt nicht. Also auch es wird teilweise, unsere Lebensmittel sind etwas schlechter geworden, aber das steht eben keinem Verhältnis dazu, was wir heute zur Verfügung haben. Früher hatten die Leute ganz andere Probleme.
Die hatten vielleicht mehr drin, aber hatten nichts zu essen. Ja, hm. Ja. Also wir jammern teilweise zu viel und nutzen nicht die unglaublichen Möglichkeiten, die wir einfach haben. Ja, ja, denn die meisten Leute essen ja einfach grundsätzlich das Falsche. Ne? So ist es. Ja. Also potenziell hat man sich in der Menschheitsgeschichte noch nie so gesund ernähren können wie heute. Können. Ja. Aber Herr Ruppert, Sie haben also jetzt gesehen, das ist ja auch ein Zweck des heutigen Gesprächs gewesen, dass wir zeigen wollten, was ein zukünftiger Hausarzt in dem neuen Gesundheitssystem alles drauf haben muss, sozusagen, und an Wissen haben muss. Das kann Hausarzt nicht machen, da brauchen Sie wirklich eine Kooperation mit Ernährungsberatern. Ja. Genau. Und das können Sie dem Arzt nicht aufbürden, das kann er auch nie abrechnen. Wir brauchen interdisziplinäre Teams, wo einfach dann die Leute in der gleichen Praxis oder einfach weitergereicht werden. Das steht bei uns ja in den Reformvorschlägen auf der Homepage mittlerweile ja auch drin, dass man diese Teams, diese interdisziplinären Teams bilden sollte, dass also in der Hausarztpraxis eigentlich so ein interdisziplinäres Teamgeschehen mit Kursen wäre, ein Kursangebot und so weiter, genau. Um die Versicherten präventivmedizinisch, und das ist ja auch ein sozialer Aspekt, wenn die Menschen dann wieder zusammenfinden in den Kursen des Hausarztes und so weiter und sich dann gemeinschaftlich bilden, vielleicht dann auch Wohngemeinschaften, denn damit sind wir bei der Lebensstilmedizin, weil wir denken natürlich auch noch viel weiter, dass der Mensch natürlich auch die Tendenz unseres Wirtschaftssystems, einsame, kaufsüchtige Singles zu erzeugen, dass das natürlich uns allen schadet. Sie haben es mit sehr, sehr großen Marktkräften zu tun. Es sind nicht nur zufällige Entwicklungen, also Sie haben das schon sehr richtig. Die zerstörte Familie ist die konsumfreudigste. Ja, genau. Der süchtige Mensch ist der konsumfreudigste. Ja, der entwurzelste ist der konsumfreudigste. Genau, deswegen. Ein zufriedener Mensch, Gott, was brauchen wir eigentlich wirklich? Ne? Also sagen wir mal, 99% von dem Schmarrn, den es heute gibt, brauchen wir doch alles nicht. Brauchen wir nicht. Das ist alles Konsumsucht als Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes menschliches Leben. Ne? Ja, deswegen. Wir gehen jetzt verstärkt auch in den Fitnessbereich hinein, weil da ein Umbruch stattfindet von der Muckibude wirklich zum Prävention-Gesundheitszentrum. Mhm. Ja. Und das sind alles Kooperationen, die man stärken müsste. Also Arzt, Fitnessbereich, Ernährung. Man könnte extrem viel machen. Ja. Aber wir haben tatsächlich wirklich einen Mangel an kreativen, grundsätzlichen Erneuerungen. Man verwaltet einfach das, was man hat, und dann tut man so ein bisschen Schönheitsreparatur und dann geht es halt nochmal 5 Jahre weiter und naja. Ja, und bei uns, also wie gesagt, das haben wir jetzt ja angesprochen, dass es sogar bis zu der Lebensstilfrage geht. Es wird, wir sehen sogar irgendwann sozusagen auch Experimente mit Lebensformen, mehr Generationen, Wohngemeinschaften und so weiter, und müssen dann jeweils gucken, ob die Leute sich damit wohler fühlen und gesünder werden. Ja, das ist entscheidend, ob es seelisch dann, dass die Esssucht etwas reduziert wird und so weiter, mit der wir ja alle zu kämpfen haben. Ne? Wir haben gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, seelisch. Ja. Wir haben tatsächlich das Problem, dass die Religion sich halt in den letzten Jahrhunderten auch so verhalten haben, dass sehr viele Leute davongelaufen sind. Aber die Entseelung und das spirituelle Vakuum war mit die große Voraussetzung für die ganzen Süchte. Also früher ist man zum Pfarrer gegangen, heute hat man sozusagen dann 2 Psychotherapeuten und einen Psychiater. Ja, vor allem auch die religiöse Gemeinde. Das war eine Gemeinde, ein Sozialgefüge. Das war eine Gemeinde. Also wir auch eine Wiederbelebung sozusagen in einer individuellen, echten Spiritualität ist sehr wichtig. Das beste Konzept überhaupt, was je ausgearbeitet wurde, ist von Maslow. Abraham Maslow, der Psychologe. Ja, also dieses bedürfnisorientierte und diese Pyramide der Bedürfnisse wäre eigentlich wirklich der Plan, der Grundplan für eine gesunde, erfüllte Gesellschaft. Und wenn man sich den anschaut, dann sind wir im Prinzip so auf der Ebene des Fressens stecken geblieben. Ja, auf der Esssucht. Und da geht alles in die Breite und darüber ist halt dann nichts mehr. Ne? Also Sicherheit ist auch noch da, also Sicherheit und Futter ist gesichert, aber das war's. Der ganze Rest ist eigentlich schlechter geworden. Mhm.
Deswegen die Explosion von Depressionen, ja, Neurosen und. Ja, und mit diesen, wir haben es wirklich eben mit einem echten Suchtproblem zu tun. Ja. Deswegen schreien die Leute ja so auf, wenn man ihnen irgendwas verbieten will. Ja, ja. Das ging ja da. Jede liberale Politiker hat natürlich sofort die Menschheit hinter sich oder im Wahlkampf da, wenn die Grünen auch nochmal andeuten, irgendwas mit Vegetarismus, dann schreit die Bild-Zeitung auf. Der Professor. Das ist natürlich alles völlig absurd. Der Professor Michalsen hat das ja auch angedeutet, was es da für einen Aufschrei gibt, wenn auch nur wissenschaftlich veröffentlicht wird, dass das rote Fleisch gewisse Probleme hat. Ja, und dann kommt sofort der Aufschrei, die wollen uns unsere Wurst und unser Fleisch nehmen. Und das ist halt die Reaktion von Süchtigen. Wir sind halt alle irgendwo auch esssüchtig, ne? weil wir alle seelisch eine Leere haben, irgendwo auch. So ist, ne? Ein großes Feld. Ja, und deswegen übrigens jetzt nur noch mal am Rande, weil ich gerade so unsere Liste durchgehe der Themen, so zum Beispiel für uns auch noch mal so ein Thema, worüber wir manchmal diskutieren, ist so, ob haben Sie auch schon mal was davon gehört? Es gibt so eine Behauptung, dass man energiesparend wohnen könnte in Häusern, innerhalb von Gewächshäusern, in denen vielleicht auch die Rückzüchtung von verzüchteten Nahrungspflanzen auch denkbar ist und so weiter, von Ursorten und so weiter. Also solche Ideen schon mal gehört? Finden wir ganz interessant, zumindest mal darüber nachzudenken, dass man da, weil wir ja doch angeblich die größte CO2-Ausstoß noch über die Heizung haben hier in der westlichen Welt. Ne? Nee, der größte CO2-Anstoß ist über die Massentierhaltung. Ah, der ist noch größer. Hauptklimawandel findet durch die Massentierhaltung statt, vor allem durch die unglaublichen Mengen Methan, die freigesetzt werden. Methan ist ja noch viel schlimmer, Ja, ich komme ja vom Landwirtschaft. Wissenschaftlich nachgewiesen, aber sagen wir, auch Al Gore hat dieses Thema da überhaupt nicht angesprochen. Sondern man kann ja eine ganze Industrie gewinnen, wenn man sagt, Leute, jetzt machen wir ein neues Auto, das können wir verkaufen, ne? Elektroantrieb, dann fühlt sich jeder wohl, wenn er seinen Tesla fährt und so fort, aber das andere ist halt so ein bisschen, da geht es halt dann wirklich an das Persönliche, da müsste dann jemand wirklich sich ändern und da hört es dann bei vielen auf. Ja, aber mit der Elektrik, das ist ja keine Lösung, meiner Meinung nach. Ja. Natürlich, das ist Augenwischerei, klar. Vor allen Dingen, wo soll die alle herkommen, wenn wir wirklich alle mit Elektroautos fahren? Ja. Wir lieben Augenwischereien, wir lieben vor allem die Illusion des Fortschritts. Also wir kriegen über die Zeitung jeden Tag praktisch ein neues Krebsheilwundermittel, was es dann nie geben wird. Ja. Aber man hat immer das Gefühl, machen wir einen Fortschritt. Ja, und das Einzige, was wissenschaftlicher Fakt ist, wenn wir so weitermachen, ist es bis Mitte des Jahrhunderts aus. Da ist dann unser Aussterben wirklich besiegelt. Das ist das einzig wirklich wissenschaftlich am besten Belegte. Und alles andere ist, wir müssen uns dramatisch ändern. Und das wollen wir mit diesem Rat erreichen. Fahren wir den Abgang nicht nur auf den Abgrund zu, sondern runter. Genau, und das wollen wir mit diesem Rat erreichen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Ruppert. Also für mich sind alle Fragen toll beantwortet. Ja, also sozusagen, wir haben jetzt quasi nochmal viele neue Impulse bekommen, weil wir ja ständig versuchen, all diese Professoren von Professor Michalsen bis XY, Frau Dr. Med-Petra Bracht und so weiter, ständig auszuwerten und haben jetzt wieder ganz viele neue Impulse für neue Richtungen, die wir jetzt einschlagen werden in unserem Test, weil wir verstehen, dass wir sind ständig am Testen sozusagen und suchen nach Wegen. Ja, ist auch wichtig, das mache ich auch immer. Man muss wirklich Sachen ausprobieren, genau hinschauen, probieren, adaptieren und dann Leute dazu nehmen, mit denen ausprobieren. Medizin ist eigentlich daraus entstanden, das Gute beobachten und handeln. Mhm. Medizin ist nie entstanden aus einer Studie mit 30.000 Patienten mit einem Unterschied dann, was weiß ich, erlebt 3 Tage länger. Aber dafür statistisch signifikant. Ja, also meine Erwartungen wurden erfüllt. Sozusagen. Ja. Und es fängt mit uns an. Wir, jeder Bürger muss die Verantwortung für seine Gesundheit selbst wieder übernehmen. Ja, ja. Das ist das wichtigste Gut, was er hat. Ja. Das kann er und sollte er nicht delegieren. Ja, ja.
Aber ja. Sie wissen leider, wie die Masse der Menschheit ist. Deswegen ist ja die Gesundheitsreform so wichtig, dass die Masse der Menschen lässt sich, dann ein größer Teil der Menschen lässt sich leider doch einfach direkt von Werbung und anderen Dingen ganz direkt steuern und direkt in die Krankheit steuern. Ne? Es gibt einen Trost. Ja. Die Welt hat sich nie durch die Masse der Menschen verändert. Ja. Es war immer eine relativ kleine Gruppe von Überzeugungstätern, die die Welt, die Geschichte der Menschheit verändert hat. Zum Positiven wie zum Negativen. Ja, und genau deswegen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, wirklich sozusagen gemeinsam die Welt zu retten, oder man kann sie dem Kurs überlassen und sie über den Abgrund laufen lassen. Ja. Wir hoffen, dass wir diese Kurve der Menschheit noch kriegen, ne? Da habe ich letztlich auch Hoffnung. Ja. Wir sind ja nicht alleine. Ja. Auch jetzt für Sie und Ihre Gruppe, bleiben Sie vor allem auch selbst gesund. Ja, danke schön. Gell? Wir haben jetzt vieles Neue nochmal an Anregungen bekommen, unseren Kurs immer, weil wir ständig ja immer am Feinkorrigieren sind, was können wir noch besser machen. Ne? Ja, Herr Dr. Jacker, bleibt mir nur übrig, also Ihnen zu danken für das sehr ausführliche Gespräch, das interessante Gespräch. Und dann hoffen wir, dass wir Sie dann auch woanders noch unter dem Namen der Raterweisen hören oder sehen können. Genau, und dass wir uns mal persönlich treffen. Alles Gute und vielen Dank. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Gell? War wunderbar interessant. Tschüss, schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüss. Viel Erfolg. Danke.